Hallo und herzlich willkommen hier bei diesem Adeptus Titanicus Battle Report. Wir spielen heute 2000 Punkte. Wir sind der Dice Master. Hallo. Und moi, diese Finger. Wir spielen heute Legio Defensor mit einem neuen Manipel aus dem Shadow and Iron Book, das Arcus Manipel. Zusammen mit einem Fortis Manipel aus dem Doom of Molech. Gegen deine Lege Furian in einem Axiom Battleline Manipel aus dem Grundregelwerk. Zusätzlich mit Nightly Support. Was hast du mitgebracht? Wie ist dein grober Plan? Ich habe mitgebracht ein Warlord mit Raketen und zweimal Bellicosa. Der kann böse austeilen. Dann habe ich im Manipel zwei Riva. Beide jeweils mit einem Raketenmoped oben auf dem Kopf. Und einer komplett mit Laser und einer komplett mit Gatling. Dazu zwei Warhounds. Beide jeweils mit Laser und einer mit Plasma und einer mit Inferno. Dazu geliehenerweise, vielen Dank, gerne, als Unterstützung außerhalb des Manipel noch ein Riva mit Melter und Raketen oben auf dem Kopf und dem Gatling, einem gepoxten Ketten-Gatling-Blaster. Der Ketten-Gatling-Blaster-Faust. Der Captain Gatling Blaster schießt faster, wie es so schön heißt. Genau. Dann hast du noch dein Night Banner. Richtig. Mit der Ausrüstung, die in der Box drin ist. Richtig. Ne? Mit dem Melter dazu. Du hast einen Prinzeps Inurus im Warlord sitzen. Der hat so Swift Killer. Der kann sich vorm Schießen nochmal 45 Grad drehen. Muss dann aber eins vorm Schießen abziehen. Sind 1990. 90. Richtig. Okay. Gut. Bei mir auf der Seite haben wir im Fortis Manipel Warlord Battle Titan, Makro Gatling Blaster, Vulkan Geschütz, also das Bellicosa, plus Raketenwerfer. Der hat einen Princeps drin mit Icon of the True plus 1 Command Save. Der hat Devotional Sirens, innerhalb von 8 Zoll dürfen Command Checks mit 2W10 gemacht werden. Der niedrigste wird abgelegt. Dann habe ich in diesem Fortis Manipel noch einen Reaver Titan mit Vulkan, mit Gatling, mit Raketenwerfer, einen mit Melter, Faust, also Kettenfaust und Turbolaser obendrauf. Im Arcus Manipel habe ich den neuen Warbringer Nemesis Titan, Laserblaster, Vulkan und das Quake-Geschütz obendrauf. Der ist der Prinzeps Seniorus. In diesem Manipel hat auch Swift Killer, erstaunlicherweise, um auch diesen Korridor auszugleichen. Dazu zwei Warhound Scout Titans, jeweils Vulkan, Megabolter, einer mit Flamer, einer mit Laser. Das Ganze kommt dann auf 1955 Punkte, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mein Ziel ist es, dich zu zerstören und den schönen Warbringer mal auszuprobieren. Dein Ziel ist wahrscheinlich auch, mich zu zerstören, ne? Überraschenderweise in guter Tradition vor und drauf. Und dann gucken wir, was passiert. Okay. Für euch nochmal kurz zur Erklärung. Wir spielen heute nach den Regeln ungefähr, wie sie im Adeptus Titanicorn-Turnier gespielt werden. Wir wählen am Anfang des Spieles drei verdeckte Missionsziele auf, die wir gerne spielen würden. Der Gegenüber zieht dann eines von diesen. Dieses bleibt verdeckt bis zum Ende des Spieles. Ist es Retrieval, ist genau in der Mitte der Punkt. Muss man sich was aufschreiben, schreibt man sich es auf. Muss man sich nichts aufschreiben, kann man sich auch was aufschreiben, um den Gegner nämlich zu verwirren. Voll taktisch. Ne? Da wissen wir nämlich noch nicht, was der Gegner hat. Ich würde sagen, es wird Titankloppe. Auf ein gutes Spiel. Jawohl. Und wir werden beginnen, das Spiel mit der Ermittlung, der Aufstellung, der Strategiephase. Womit haben wir angefangen? Weiß ich nicht mehr. Ihr werdet es sehen nach dem Intro. Da befinden wir uns nun auf dem Schlachtfeld in dieser zerbombten Stadt. Legio Defensor und Legio Furian stehen sich gegenüber. Wir haben hier auf Seite der Verräter oder der Kriegsmeister Loyalen ganz links auf der Seite das Night Banner, im Zentrum die drei Reaver. Hier nochmal ganz wichtig, der Reaver mit Chainfist ist ein Proxy-Reaver, der hat eigentlich statt der Chainfist einen Gatling Blaster. Hier eine Warhound Schwadron und auf der Seite der Prinzeps Senioris im Warlord Battle Titan. Auf der gegenüberliegenden Seite ist die Aufstellung wie folgt. Wir haben auf meiner linken Flanke einen einzelnen Warhound, dessen Schwadronspartner auf der rechten Flanke steht. Dort den Warbringer Nemesis Titan mit Prinzeps Senioris und hier das Fortis Manipel schön zusammengestellt, dass die auch sich buffen können. Der
Prinzeps mit den Devotional Sirens im Warlord in der Mitte. Und hier der verbleibende Warhound im Schwadron. Wir wissen noch nicht, welche Mission unser jeweiliger Mitgegenspieler hat, aufgrund der von mir erdachten Turnierreglement. Und wir machen mal Flip of the Coin. Denn es gibt keinen Würfelwurf, es gibt direkt erstmal, wer hat den gewonnen, der hat das Kommando. Jetzt haben wir das Problem, ich habe keinen Handrücken, ich kann nur auffangen. Wärst du gleich so gütig, mir dein Handrücken zur Verfügung zu stellen? Selbstverständlich. Das sind die Verräter. Möchtest du das Kommando über das Schlachtfeld und somit die Initiative in der ersten Runde haben? Selbstverständlich. Gut, dann sehen wir uns gleich in der ersten Runde mit der Initiative für die Verräter. Runde 1, Strategiephase, Unterphase Stratagems. Herr Dice Master, willst du ein Stratagem aussprechen? Ich spreche ein Stratagem aus. Welches wäre? Artillerieschlag. Jawohl. Zack. Wo ist der Punkt, den du artillerisieren möchtest? Das gesamte Feld. Veto. So, der Punkt ist... Zentriert über Warlord. Der Berührungspunkt... Zwischen den Basen dort. Zwischen den Basen. Hier. Und den Laugen. Soll ich da mal so ein... Dass wir ganz genau wissen, wo? Ja. So da, wo jetzt quasi das Auge oben ist, ne? Genau. Das ist da der Punkt. Zack. So, wie weit weicht das Ding ab? W10 in welche Richtung? Aha. W10 brauche ich. Ja, brauchst du auch noch. Schande. Ja. Gut, wir sind gespannt. Trifft er nicht und wenn, wo geht's hin? Treffer! Nein. 8 Zoll nach dort vorne. Das könnte aber bedeuten, dass du noch was triffst. Da müsstest du einmal... 8 Zoll. Im Moment möchte ich nicht beide Hände von der Kamera nehmen, sonst fällt die vielleicht runter. Das ist ja schade. 8 Zoll in jene. Von dem aus wäre dann hier. Ja, ich glaube. Ich glaube, der kriegt noch einen hier. Der Reaver kriegt einen ab und macht auch einen Schild-Safe sofort auf die 3+. Welchen er nicht schafft. Das freut mich. Aber wegen dem Fortis-Manipel legt er diesen Schild um auf das nächstmögliche Modell neben ihm. Und das ist der Warlord. Der kriegt eine Schildstufe runter. Na gut. Zack. So. Dann weitere Strata-Games in der Initiativreihenfolge. Bin ich jetzt dran. Und ich möchte aussprechen, wer hätte es gedacht? Die Quake Shells. Das heißt, ich nehme mir schon mal mit einen Abweichungswürfel und einen W10. Die Schablone liegt sowieso hier hinten. Dann brauche ich noch einen Würfel zum Markieren des Punktes der Quake Shells. Zack, so, wo nehmen wir den denn mal hin? Dort. Dort kommen die Quake Shells runter? Nein. Doch, im besten Fall schon. Wohin weicht es ab? Ah! Nein! Bleibt liegen dort. Brauche ich gar nicht den Würfel würfeln, weil solche Sachen können ja... Dann kriegen die beide Treffer. Das gefällt mir nicht. Das kriegen die voll ins Gesicht. Und zwar kriegt jeder davon W3 Treffer der Stärke 10. Stärke 6. So, jener welcher W3 Treffer. Zwei Stück. Zwei Schild-Saves auf die 3+. Jawohl! Gut, der andere W3. Einer auf die 3+. Jawohl! Auf Safe. Und in addition. Ja, hier. Was? Normalerweise solche Sachen wie zum Beispiel bei Mori Quake Cannon, du bewegst dich, wenn das Deflektorschild aus ist. Aber Quake Shields in addition, each unit is moved D6 random direction. Der hier bewegt sich nach, und zwar, was? 3. Oh, ich würde sagen, du könntest mal bitte das Maßband nehmen. Was? Ich glaube, er knallt mit deinem Warhound zusammen. Ja, tut er. Was? Tut er. Wir machen das mal Vollständigkeit halber. 3 Zoll wäre eigentlich bis hier. Wenn er sich in diese Richtung allerdings bewegt, klönk, kommt er gar nicht so weit, kollidiert da mit dem. Ne. Die gegen dich, also würfel ich die. Ja, ne? Ja. Er hier macht W6 Treffer. 4 Stück bei ihm. Was? An folgender Stelle. Am Body. W6.
4 gewürfelt. Brauche ich noch 2 dazu. Stärke ist 4. Ne, Stärke ist 6, so rum. Stärke ist 6, weil Maßstab 6 und einmal die Winkelschablone. Kommt das aus der Seite oder aus dem Rücken? Ich würde sagen, da vorne ist dieses Rohrding, das kommt mehr aus dem Rücken. Mhm. Mehr von seinem Base ist im Rücken des anderen, also ist es plus 2, also Stärke 8. Das ist ganz schön devastating gerade. Wir fangen an mit den kleinsten. Das ist einmal Stärke 13. Beziehungsweise zweimal Stärke 13. Bei dem mit Body. Der Plasma Blast. Nee, Quatsch, der mit dem Inferno Geschütz ist das. Ja. Genau, im Body zweimal die 13. Das ist zweimal verheerend. Ja, das sind 4 Strukturpunkte insgesamt. Eieiei. Und dann kommt dummerweise auch noch 3, 4. Zweimal die 14 dazu. Die 14? Mhm. Kritisch. Mhm. Kritische Kondition plus 2 Strukturpunkte. Da du den einen letzten nicht rübergehen kannst, wird daraus noch eine zweite kritische Kondition. So. Der zweite ist noch eine kritische Kondition, weil du darüber nicht hinausgehen kannst, noch eine kritische Kondition. Ich würde sagen, der ist ein Matsche. Das, wir fangen nochmal an. Das war nur zu. Boah, das war böse. Aber pass auf, bevor der jetzt explodiert, weil das ja gleichzeitig passiert, gibt es ja die Kollision in beide Richtungen. Die krachen ineinander. Mhm. Er bekommt jetzt von. Nee, warte mal. Stopp, halt, er hat die bekommen von ihm. Jetzt bekommt er die von ihm. So rum. Das heißt, der mit der Plasma Blast kann ist gleich tot. Okay. Auf jeden Fall. Er bekommt die. 3 Stück. In folgende Stelle. Beine. 3 Stück in die Beine. Aus der Seite. Das heißt Stärke 7. Weil das ja ist ja seine Seite. Und da haben wir eine 10, eine 11 und eine 12. 10 ist ein Direktor. 11 auch. 12 verheerend. Beine. Ach, Beine. Beine, Beine. Beine, Beine, Beine. Aber das dürfte nicht viel ändern. Beine und Körper sind, glaube ich, gleich. Nee. Weil 12 ist noch direkt Beine. Na gut, also dann. Also dreimal direkt. 10, 11, 12. Genau. So. Da das aber jetzt von dieser lustigen, wie heißt die Waffe nochmal? Von der Quake Shell gemacht wurde, wird der sich ja, weil er auch getroffen wird, bevor er explodiert, noch wegbewegen. Aha. Möglicherweise. Nach dort. Macht noch eine Kollision. Also die krachen quasi ineinander. Und er bekommt 6 Treffer. Natürlich. An den Beinen. Ja klar. Ich habe jetzt gerade mal 4 Würfel. Ist ja auch weg. Ich befürchte fast. Wenn ich jetzt nicht nur eins würfel. Stärke ist 7, wie eben auch. Das ist eine 9, die dürfte noch nichts sein. Zweimal die 11, einmal die 12. Das sind 3 direkte. Und dann die beiden, weil es ja insgesamt 6 waren, nochmal nach. Das ist nichts und das ist eine 9 auch nichts. Also 3 direkte kriegt er noch. Dann dürfte er bei den Beinen im hinteren Roten sein, ne? Jo. Gut. Dann gucken wir mal, was passiert mit einem W10 bei diesem, der jetzt quasi nochmal reingekracht ist und explodiert aufgrund dieses Quake-Shell-Angriffs, der ziemlich frech war, muss ich behaupten. Ich möchte kurz postulieren. First Engine Kill! Und wir gucken mal, was passiert. Eine W10 bitte. Für dich im besten Fall würfelst du eine 1, weil dann bleibt einer verstehen. Nein, eine 2. Er bewegt sich W6 in eine zufällige Richtung und fällt dann da um. Ja, Abweichungswürfel haben wir irgendwo. Ach, haben wir noch hier bei mir liegen. Ah. Guck mal, das ist der Abweichungswürfel und der nach dort. Er knallt wieder mit ihm zusammen. Das ist nicht wahr. Es tut mir auch ziemlich leid. Kollision W6. In Special ist dann Body, wenn nicht vorhanden. 4 Stück in den Body, wieder mit Stärke 7. Die 1 ist nichts. Eine 10, eine 12 und eine 13. 10? Mhm. Warte, das ist der mit dem Entfernungsschutz, ne? Das ist jetzt der mit dem Entfernungsschutz, genau. 10? 12, 13. 12 ist verheerend. 13 wahrscheinlich auch, also noch insgesamt 4 Strukturpunkte. Zack. Und dann fällt der Warhound leider auch noch um. Also ich muss an dieser Stelle leider sagen, weil das ist tatsächlich ein bisschen hart gerade. Würfel mal nicht nach hier so. Würfel mal irgendwo da hinten hin. Na, er fällt auch noch in ihn rein.
Du willst es nicht, ne? Es ist nicht. Du willst es nicht. So, pass auf, nochmal eine Kollision. Innenbody, 3 Treffer. Der Stärke 7 plus den gekrippelten Zustand Stärke 10. Ja, 14, 14, 16. Ist auch weg. Das ist buff. Es ist nicht zu passieren. Ja. Hilarious. Pass auf, warte. Der ist kaputt jetzt. Der ist in ihn reingestolpert, ja. Reingeknallt. So, was passiert mit ihm? Second Engine Kill! Und es hat sich noch keine Maschine bewegt übrigens, ne? Das ist noch viel schlimmer. Gut, pass auf, wird sehen, was passiert mit ihm. Im besten Falle bleibt er nur stehen. Mit einer 1. Ja, genau. Er bleibt stehen, wie versteinert. Die ganze Motorik ist vereist quasi. Kann beschossen werden. Wenn er einen Treffer kriegt, fällt er um. Mhm. Sonst zählt er da einfach nur als normales blockierendes Gelände. Na gut. Gut. Das war mein erstes Strata-Game. Das ist super gelaufen. Ist tödlich. Ja, das ist. Also hätte ich nicht gedacht tatsächlich. Besonders, es waren ja nicht mal die Schildwürfe, ne? Die waren ja alle cool. Ja. Es war nur dieses Quake tatsächlich. Richtig. Potenziell ziemlich krass. Ich bin der Meinung, die Quake-Shells müssten auch so genervt werden wie das Trade Concussive. Dass nur wenn die Schilde weg sind, dieser Schaden kommt. Das ist echt ein bisschen krass. Auch dann so für die erste Runde. Hast du denn noch ein Strata-Game, was du jetzt aussprechen möchtest? Nein. Gut. Ich auch nicht. Nach diesem verheerenden Beschuss durch erderschütternde, riesengroße Geschosse kommen wir nun in die Strategiephase. Befehle aussprechen. Du hast die Initiative, das heißt, du darfst den ersten Befehl sprechen. Was passiert bei dir? Der Warlord Titan möchte gerne ersten Beschuss. Gut, mit einem Command-Check von 2 plus. Eigentlich 3, weil Prinzip Seniorus drin sitzt um 2 besser. Do it! Hep! Ja! Mit einer 2 hat er den. Ein gutes Pferd. Komm auf meine Seite. Ich starte mit meiner Warhound Schwadron. Ein Schwadronsbefehl, der ausgeht von ihm hier. Ja, weil Schwadronsbefehl, beide kriegen denselben Befehl. Er ist aber in 8 Zoll um den Warlord mit den Devotional Sirens. Mhm. Das heißt, er würfelt 2 W10. Plus, er hat das Icon of the True. Plus einen besser, also auf die 4 Plus. Mit 2 W10, der höchste Wert wird entfernt. Na gut. Ne? Mit einer 8 und einer 9 haben die beiden Warhounds Full Stride. Würfel lege ich mir gleich drauf. Was passiert auf deiner Seite? Ich bin schon fertig mit Befehlen. Du bist schon fertig? Die Warhounds hätten noch Befehle gekriegt, aber das hat sich ja erübrigt. Es, ja. Okay, dann handle ich bei mir die restlichen Befehle ab. Reaver Titan mit Apokalypse-Raketenwerfer bekommt den Beschussaufteil. Der steht auch an den mit dem Devotional Sirens drin. Hat eine 1 und eine 8. Das heißt, die 8 ist perfekt. Er bekommt's. Der Warbringer Nemesis Titan bekommt einen Beschussaufteil, Split Fire. Er hat einen Command-Wert von 4+. Da sitzt ein Prinzeps Senioris drin, also kommt es hoch auf die 2+. Er darf aber nur mit einem Würfel den ersten Zoll zu weit weg von dem. Ja, mit einer 5 hat er den. Zack, alle Befehle durch, sonst möchte ich nichts mehr. Und wir sind jetzt in der Move-In-Phase. Warlord Battle Titan löst seinen ersten Beschuss. Apokalypse-Raketenwerfer. Dort hinten, auf den Reaver Titan mit Melterkanone. Den sieht er komplett, der ist über 30 Zoll weg und im Feuerkorridor. Also, 10 Schuss auf die 2+. Eine 1! Darf ich mit denen meine Schildwürfel machen? Oder bist du da abergläubisch? Mach doch. Okay, das ist definitiv einfacher für den Ablauf. Dann machen wir die Schildwürfe immer mit denen, die der Gegenspieler gewürfelt hat, zum Treffen. Schildwürfe auf die 3+. Da geht. Oh. Sehr gut! 2, 4, 5! Sehr gute Würfe. Eieiei. Aber, sehr gute Würfe. Aber guterweise, möchte man fast sagen, Fortes Manipel. Ich kann aufteilen. Ich gebe die 5 Stück 2 dem Warlord. 1, 2. Und der Reaver selbst bekommt. Ne, warte mal, 3 dem Warlord. So. Und der Reaver bekommt 1, 2. So, weil. Wenn ich jetzt dem einen die komplett gegeben hätte, bräuchte ich eine 6 wieder zum Anschalten. In der Schadensbegrenzungsphase. Ich glaube, das macht so mehr Sinn. Fortis habe ich aber noch nicht oft gespielt, deshalb, wir schauen mal. Das war erste Aktivierung in der Movement Phase. Legio Furian. Kommen wir zu Legio Defensor.
Wir starten mit der Warhound-Schwadron. Dieser hier macht einen Reaktor-Push für 12 Zoll Bewegung. Mit, oh, Blankseite. 12 Zoll Bewegung. Dann lege ich die Schablone an für den vorderen Winkel. Mache das erste Manöver. Ich glaube, ein zweites brauche ich nicht in diesem Falle. Und auch keine weiteren großen. 12 Zoll. 12 Zoll. Ach, guck mal, habe ich mich verschätzt. Ich dachte, der kommt hier hinter der Ruine raus. Aber da muss ich den Plan ein bisschen anders fahren. Dann geht er nämlich nach hier vorne. Warte, so. Und macht hier seine restliche Manövriererei. Und steht da im Prinzip ganz gut. Der andere Warhound da ganz hinten auf der Flanke, jener welcher, will auch seinen Reaktor pushen. Für den Maschinengeist. Mit einem Commandwert von 5, weil die Icon of True da ist, von 4. Hat er diesen nicht unterdrückt. Eieiei. Ich guck mal, was passiert. Mit einem W6 werfe ich die 4. Die 4 ist Belligerent. Der Titan bewegt sich D6, also W6 Zoll, auf den nächsten Gegner zu. Da sollten da hinten die Knights sein, wenn ich das so richtig sehe. Dann wird er einen Angriff machen, wenn er möglich einen Angriff hat. Kann er nicht. Okay. Er bewegt sich W6. Einen. Na toll. Plöpp. Und dreht sich auf den nächsten Feind zu. So. Das ist fair. Aber das ist gar nicht schlimm. Der steht immer noch gut genug für das Manipel-Trade. Dann kommen wir wieder zu Legio Furian. Okay. Legio Furian. Gatling Reaver. Der Gatling Reaver. Der von euch, der Linke. Ja. Der... Reaktor-Push für 9 Zoll, ja oder nein? Nein. Nein, gut. Nein. Dann Schablone anlegen. Zack. Da ist vorne. 6 Zoll Bewegung, 2 Manöver möglich. Zack. Der geht 6 Zoll vor erstmal. Und richtet sich dann wahrscheinlich ein bisschen aus, ne? Und richtet sich ein bisschen aus. Wer hätte das gedacht? Und zwar... Will er den Warhound aufs Korn nehmen? Vielleicht. Der verdammte Hund. Und zwar da so hin. Ja gut, dann ist das schön. Dann nächste Aktivierung Defensor. Reaver Titan mit Chain Fist. Kein Befehl, also kann er sich frei bewegen, wie er möchte. Macht gerne mal keinen Reaktor-Push, sondern bewegt sich 6 Zoll. Und zwar im vorderen Winkel, der natürlich, nochmal für die, die es noch nicht so oft gesehen haben, der sich natürlich hier vorne ergibt. Und die 6 Zoll wären dann da. Ach, guck mal, da brauche ich gar nicht die Schablone anlegen. Der bewegt sich nämlich bis hier vor und macht dann so ein bisschen Drehung, dass er in der nächsten Runde problemloser darüber kommt. Weiteres Movement bei Furian. Jo. Noch ein Reaver. Noch ein Reaver. Ah. Überraschenderweise noch ein Reaver. Und zwar der Reaver, der Multilaserkanon-Reaver. Der zweite Doppelbewaffnungs-Reaver wird wahrscheinlich auch nicht pushen. So wie ich jetzt der einschätze. Der wird auch nicht pushen, genau. Ja. Also brauchen wir die Schablone prinzipiell der jetzt auch. Der geht erstmal 3 Zoll. 3 Zoll. Macht dann ein Manöver. Dann ist natürlich die wichtige Frage, reichen dir die 2 Manöver oder brauchst du danach noch eins? Also das dritte. Nein. Dann müsstest du den Reaktor nämlich an dieser Stelle nach diesem abgeschlossenen Manöver nochmal hochziehen. Zack. Hier werden Feuerkorridore gelegt. Sehe ich. Geht nochmal 3 Zoll. Macht Sinn, weil der will ja in die Reichweite kommen, und? Dass er mit seinen Lasern besser schießen kann. Dreht sich. Okay. In diese Richtung. Gute Richtung. Der Reaver Titan hier auf meiner Seite. Jener welcher. Bewegt sich. Wer hätte das gedacht? Und zwar pusht er auch nicht, sondern bewegt sich 6 Zoll. Er darf keine Wenden machen, weil er ja Beschuss aufteilen hat. Bis vorne zu diesem Tank. Ah, verdammt. Da hängt er gerade mit der Waffe dran. Kann er sich nicht weiter bewegen, ne?
Richtig. Bewegt sich, weil Base ja passt. Hier vorne bist du diesem Tank. Das sind 5 Zoll. Und, ach komm, was soll der Geiz? So 5,5 ungefähr. Nach vorne. Dass ich dir auch was entgegnen kann. Dann hast du noch einen Reaver Titan, einen Lie Reaver. Oder ja, da hinten die Imperial Knights, beziehungsweise Questor Tratoris. Der Lie Reaver. Ja. Der Lie Reaver. Der, wie wir uns in Erinnerung rufen, eine Gatling hat, keine Chain Fist. Richtig. Richtig, richtig. Der geproxte Lie Reaver. Geht auch 6 Zoll einfach. Der okay, geht einfach stumpf mal 6 Zoll vor. Mhm. You know. I know. You know what I mean. Okay. Gut, dann habe ich auf meiner Seite den Warlord Battle Titan. Keinen Befehl bekommen, zieht seinen Reaktor für 6 Zoll. Zieht den Reaktor mit 2 Stufen. Zack, ist okay, kann er machen. Geht dann seine 6 Zoll in so einem leicht... Nee, geht gar nicht. 3 Zoll in so einem leicht diagonalen Schritt. Dann wendet der Typ sich nämlich ein bisschen. Der hat ein Manöver im Profil. Und geht die restlichen Zoll... Oh, da ist schon wieder die Kollision. Waffe. Schon wieder die Waffe im Weg. Kollision! Habe ich gesehen, Waffenkollision. Da ist tatsächlich besser, wenn man die Waffen magnetisiert und ja, die ein bisschen zur Seite dreht. Gehe ich von weg. Ich möchte den hier so stehen haben, dass hier Base to Base ist. Mhm. Geht mit der Waffe jetzt nicht, ja, ist aber hoffentlich ja, okay. Ja, ja. Ne? Gut, weil das war, weil ich es bin, das ist sehr freundlich von dir. Dann hast du da hinten noch deine Questores, Tratoris, Questor Tratoris, die Imperial Knights, die sich abgewandt haben vom Licht des Imperators. Die rennen ihre 10 Zoll wahrscheinlich irgendwo in Deckung. Manches Licht blendet so sehr, dass man nicht reingucken kann. Was ja tatsächlich beim Imperator auch so beschrieben wurde in den Novellen. Ganz genau. Hier. Ja. Hopp. Genau. Hopp. Die sind natürlich komplett unbeeinflusst von dieser Ruine gleich in der nächsten Bewegung. Wegen dem Trait Agile oder Agil. Gut. Dann bleibt mir noch das neue Spielzeug der Lego Defensor, der Warbringer Titan. Da muss ich aber vorher einmal ganz genau gucken, wie er steht, weil die Waffe obendrauf nur einen Feuerkorridor hat. Warbringer Nemesis Titan pusht den Reaktor auf 7 Zoll mit einem Markierungspunkt auf dem Plasmareaktor. Er darf keine Wenden machen wegen dem Splitfire. Das ist sein vorderer Winkel. Er bewegt sich an dieser leichten Ruine vorbei bis da vorne zu diesem Roststück, das sind 5 Zoll. So. Und dann möchte er so leicht seitlich gehen. Wie weit kommt er da? Ne, das ist maximal noch 1 Zoll, den er seitlich kann, weil er aus dem vorderen Winkel rausgeht. Dann steht er dort an jener Stelle. Mehr kann er leider nicht. Muss ja auch gucken wegen dem Schusskorridor. So, alles bewegt in der Movement Phase. Kommen wir zur Damage Control Phase. Du hast die Initiative. Mhm. Du hast aber, glaube ich, nichts zu damagen, richtig, zu kontrollen, ne? Ich kann gut nur die kaputten kontrollen. Dann gucke ich mal bei mir hier. Und zwar ein Warbringer Nemesis Titan mit 4 Servitoren, so wie ein Warlord ihn sie auch hat. Und zwar lässt er Plasma ab. Wunderbar. Der Warlord Battle Titan, 4 Servitoren. Mit einer 5. Ein Schild auf jeden Fall. Und die 4 nutze ich für einmal Plasma. Dann habe ich hier noch einen Reaver Titan. Der braucht 5. Hat er nicht, kann er nix. Und Warhound Scout Titans, die haben nix. Warum nicht? Achso, der eine wollte vorrücken. Ach doch, stimmt. Warte, pass auf. Maschinengeist, eine Stufe geht auf jeden Fall hoch. So war das. Egal, was passiert. Da muss er einmal testen und kann das wieder ablassen. Okay, der Vollständigkeit halber. Gut, das war Damage Control Phase. Dann kommen wir jetzt zu der Phase, wo es aufs Fressbrett gibt. Der gute Dice Master darf mit der Legio Furian zuerst schießen. Legio Furian Laser Blaster Reaver schießt über Schlachtfeld. Dort auf meinen Melderkanonen Reaver. Wir haben gerade nachgeschaut, es befindet sich im Feuerkorridor, im Feuerwinkel heißt das. Die Laser Blaster schießen um 2 schlechter, weil das Ziel weniger gesehen wird.
und wegen dem Reichweitenmodifikator. Richtig. Der Raketenwerfer nur um 1 schlechter, wegen dem weniger Sehen. Du beginnst wahrscheinlich mit dem Apokalypse-Raketenwerfer. Das wären dann 5 Schuss auf die 4 plus. Warte, nee. Die Multilaser nur minus 1. Ja, wegen Reichweite und wegen weniger Sehen auch wieder Raketenwerfer. Wäre dann auch nochmal der Modifikator dabei. You know? Ach, ja, ich Denkfehler. Ja, alles Denkfehler. Gut. Alles gut. Denkfehler. So, Rockets. Rocket. Auf die 4 plus. On the floor. Four on the floor. Hep. Ah. Da, siehst du? Einer zumindest. Gut. Einmal getroffen. Einmal Schild Save von. Der hat. Welche war das? Der war das, der das eben schon abgekriegt hat. Der hat Schildstufe 4 plus. Haha. Safe. Gute Würfel. Gute Würfel. Die Laserkanonen. Schießen die mit Draining? Ich würde es, glaube ich, nicht machen. Also Shield Bane mit Draining. Du machst mein Schild auf die 5 schlechter, aber da du sowieso nur auf die 5 triffst. Ja. Hm. Naja. Hm. Naja. Aber ganz wichtig, es ist nur noch eine, zwei Schildstufen zu überwinden. Wenn du mit der ersten Waffe die Schilde ausmachst, geht die zweite auf die Struktur. Deshalb, muss ich getrennt, ne? Deshalb besser einmal getrennt. Besser getrennt. Ne? Laser Blaster! On the 5! Feuer! Jawohl! 2 Treffer! Schilder auf die 4! Zack aus! Zack aus! Ach so! Jetzt geht nämlich die nächste Waffe auf die Struktur. Treffen immer noch auf die 5. Jawohl! 2 Treffer. Dann der Zonenwürfel, wo getroffen wird. Ich hätte natürlich die Schilde noch umlegen können auf den Warlord, aber das wäre mutig gewesen. Der hat nämlich auch nur noch 2. Oh. Wo geht's hin? In den Body. Body. Wenn ich das so einschätze, kommt der Beschuss aber noch von vorne, also ja. Kein Stärkebonus. Ja. 2 Treffer, Stärke 8, in den Body. Du brauchst mindestens 10, also mindestens 2. 5 und 6. 5 und 6 macht Stärke 13, Stärke 16, Stärke 14, so. Stärke 13, verheerend. Stärke 14, verheerend. Uiuiui. Aha. Aua. Das hat gezwiebelt. Okay, das war der Beschuss vom Reaver Battle Titan. Legio Defensor. Und zwar schießt der Warbringer Nemesis Titan seine Quake Cannon. Dort hinten, hinter diesem Kran auf den Reaver. Und sein Vulkangeschütz als auch seinen Laserblaster auf den Lai Reaver. Ja? Die Quake Cannon schießt er in diesem Falle zweimal ab. Er möchte gerne sich nicht drehen. Also er könnte wegen Swift-Killern sich noch ein bisschen drehen vor dem Schuss, aber ich hoffe, ich glaube, ich vermute, ja, hier so drüber geschielt, ist er mit der Quake Cannon gerade so im Korridor. Dann machen wir das mal. Die Quake Cannon hat einen Schuss. Die Quake Cannon trifft auf die, was, 3, 4, 5. Das erste Mal, Feuer. Weicht ab. Das zweite Mal Feuer. Weicht ab. So. Diese weicht aber nur W6 ab durch das Arcus-Manipel, weil dieser Warhound das Ziel da sieht. Deshalb habe ich einen Abweichungswürfel und einen W6. Erster Schuss. Das ist natürlich doof. Weicht nach da hinten ab und zwar 4 Zoll. Von der Mitte mit der 5 Zoll Schablone ausgemessen. 4 weniger 2,5 müsste der theoretisch noch einen Treffer kriegen. Mal, guck doch mal, wo der Punkt wäre. Hier wäre mittig. 4 Zoll in die Richtung käme er da raus. Und da dieser Punkt jetzt noch 2,5 zu dem Reaver ist, bei einer 5 Zoll Schablone, ja. Braucht man gar nicht anlegen. Der da glaube ich nicht mehr, ne, oder? 2,5 Zoll? Ne, der nicht mehr. Dann kriegt er einmal ein Schild von dem ersten. Jawohl. Und der zweite weicht dann ab nach da hinten. 5 Zoll, dann ist der weg. Der liegt dann nämlich irgendwo hier. Ne? Ja. Gut, also einmal ein Schild-Safe. Ganz normal, unmodifiziert. Warte. Drei plus, ne? Ja. Zack, jawohl. Natürlich hat es Sinn gemacht, die Quake Cannon erst zu schießen, wenn die Schilde unten sind. Denn dann profitiert erst das von Concussive und Quake.
Aber bevor mir der Warbringer gleich rausgeschossen wird, dachte ich mir, schieße ich mal mit dem. Der Laser auf jenen welchen mit minus 2, weil um 1 weniger sehen und um 1 weniger wegen Reichweite. Schießen also auf die 5. Ah, ein Treffer. Kein Schildflug, kein gar nichts, also ein 3er Schildsafe. Jawohl. Jawohl. Die das Vulkangeschütz, Volcano Cannon, mit einer Reaktorstufe treffen auf die 4 plus. Nein, weicht ab. Und zwar nach dort. Und auch wegen Arcus Manipple. 1 Zoll. Bleibt dann also auf dem Base. Ist ein Doppeltreffer. Zweimal Schild. 3 plus. Ein Schild. Das war erstaunlicherweise underwhelming. Also ich glaube, der Warbringer Nemesis ist eher was für Titan töten, anstatt sowas jetzt gerade. Werden wir dann in der nächsten Runde wahrscheinlich sehen. Dem setzt Legio Defensor, Legio Furian Beschuss entgegen. Der Lyreaver schießt seine Waffen auf den Reaver, der die Schilde ausgeschaltet hat. Jawohl. Mit allen Waffen. Meltergeschütz, Gatling Blaster Faust und Raketenwerfer. Ich fange mal mit dem Raketenwerfer an. On the four. Jawohl, wegen weniger Sinn. Gib ihm. Zack. Zwei. Jawohl, da Schilde aus. Wo geht's denn hin? Body wäre finde ich gut. Body. Der Body. Stärke 4 der Waffe plus Crippled. Stärke 5 plus dein Würfelwurf. Du brauchst mindestens 5. Eine 6. Jawohl. Einmal direkt. Batz. Zack. In die nächste Stufe des Gekrippelten. So. Das Meltergeschütz und der Gatling Blaster sind noch offen. Womit machst du weiter? Ich mache weiter mit dem Gatling Blaster. Mhm. 6 Würfel. Auf die 5. Aufgrund der niedrigeren Höhe gegenüber dem Gebäude davor sieht er leider weniger. Macht einen Treffer. Wo trifft dieser Gatling Blaster? Am Body. Body. Stärke 5 der Waffe, Stärke 7 wegen gecrippelt. Einsen wiederholbar wegen Ordnance. Nein, eine 10. Ein Direktor. Uiuiui. Immerhin. Roter Zustand, strukturell kompromittiert. Melter. Meltbar. Auf die 5, sonst weicht ab. Weicht ab. Dann hol mal bitte den Abweichungswürfel ran und einen W10. Ich habe ein Maßband in der Hand. Jetzt. Der Punkt verschiebt sich 6 Zoll nach dort hinten. Das ist die kleine Schablone. Da dürfte nicht mehr viel sein. Ich gehe mal eben rum. Der Punkt wird nach dort verschoben. Nach da so. Genau, und da 2,5 Zoll ist einfach nichts. Die Ruine ist jetzt tatsächlich wirklich da. Die war gerade noch nicht da, da war ein Gebäude. Der Melter hat das zerpflückt. Na gut. Okay, das war der Lyreaver. Legio Defensor erwidert dieses. Reaver Titan mit Beschuss aufteilen. Jener welcher schießt seine Vulkankanone da hinten in den einen Knight, den ich sehe, mit minus 1, schießt das Apokalypse-Raketenwerfer-Ding in den schon gerade eben schießenden Reaver. Ich spiele in dem Moment den Forward Observer, das Battlefield-Asset, und setze jenes, welches hier. Das heißt, alle Barrage-Waffen, die ich jetzt schieße und eine Sichtlinie von dem Punkt ziehen können, haben keinen Abzug minus 2 wegen Barrage. Kann natürlich auch beschossen werden, das Asset, und kaputt gemacht werden, wie sonst alle anderen auch. Ich beginne auch mit dieser jenen Barrage. Das sind nämlich 5 Schuss des Raketenwerfers auf deinen Riva mit der 3 plus. Nicht vielleicht sogar mit der 2 plus. Das sind keine 30 Zoll, ne? Das sind keine 30 Zoll. Einmal für uns zur Kontrolle. Nein. Oh, guck mal. Der schießt den Gatling Blaster ja auch. Theoretisch. Mhm. Habe ich aber nicht gesagt, ne? Ist blöd. Raketenwerfer auf die 3 plus.
4 Treffer. Das heißt, 4-mal Schild-Saves auf die aktuell 3+. 1 geht weg. 1 geht aus. Dann haben wir eine Vulkankanone, ein Vulkangeschütz da hinten auf diesen einen Knight mit... Oh, das war der Abweichungswurf. Moment, falsch. Mit Maschinengeist aktivieren. Nein, eine Stufe. Treffen auf die 4+. Ich habe zu viele Würfel in der Hand. Ja, Volltreffer. Bleibt da liegen. Das heißt, die Knights kriegen insgesamt 1, 2 wegen dem in der Mitte plus die anderen beiden 4 Treffer der Stärke 10. Da haben die leider auch nichts gegen. Die kriegen erst bis ab 10 haben die keine Hose mehr. Da ist einer weg, ne? Da, warte. Stärke 10 plus 12, 14, 15, 16. Wir fangen mit dem kleinsten an. 12 ist ein direkter. 14 verheerender. Also 2 Punkte. 15 ist ein verheerender. Dann gehst du darüber hinaus. Einer ist tot und resettet auf grün. Du entscheidest. Und entscheidest dich auch direkt für den zweiten. Weil beim kritischen geht ein Knight raus und du kriegst 2 Strukturpunkte. Mhm. Ist bei Knight so. Also 2? Insgesamt gehen 2, genau. Was hast du noch stehen? Das heißt, jetzt steht noch das Thermalgeschütz. Okay. Dann kriegst du noch hier diese beiden Strukturpunkte. Also Reset wäre hierhin, wenn einer tot ist. Plus 2 Strukturpunkte von dem kritischen. Und die Knights müssen 2 Command-Checks machen, ob sie shaken sind. Also 2x W10. Die haben einen Command von 4+, wenn der Chef drin ist. Das wird wahrscheinlich der Chef sein. Ja. Den zweiten für den anderen Knight heraus ist. Nein, shaken. Ja. Das heißt, Befehlswürfel mit Abschalten, also dem Ausrufzeichen einmal auf das Command-Terminal. Die bewegen sich, bis dieser Befehl weg ist, um 3 weniger. Oder er bewegt sich um 3 weniger. Und trifft um 1 schlechter. In der nächsten Kommandophase, beziehungsweise in der nächsten Strategiephase mit einem Kommandowurf kannst du das wegbekommen. Mhm. Aber keinen Befehl mehr geben. So, das war mein Reaver. Warlord Battle Titan. Schießt dort auf meinen Warlord Battle Titan. Raketenwerfer im Korridor, über 30 Zoll, 10 Schuss auf die 2+. Die Schablonen liegen beide hier über diesem Kopfpanzerungsschild für mögliche Abweichungen. Raketenwerfer. Eine 1. 9 Stück. Auf die 4 noch, ne? Ja, ich pushe den Reaktor, auf das ich einen wiederholen darf. Was? Mit 2 Reaktorstufen, das ist noch nicht so schlimm. Das Blöde ist, ich muss das dann halt bei jedem machen, ne? Bei jedem Mal. Bei jedem. Bei jeder Waffe, die kommt. Wenn ich es machen möchte. So, einsen wiederholen beim Schild-Safe auf die 4+. Einsen wiederholen, 2 Stück. Du spinnst wohl. Ein Schild geht runter, das verteile ich auf den Reaver wegen Fortes Sonderregel. Ein Schild da runter. Was ist denn das für ein Wurf? Du hast gute Würfel. Meine Fresse. Okay, die Pizzaplatten, ja. Also die bellikoser Vulkangeschütze. Das erste, Maschinengeist. Oder nicht? Nein, eine Reaktorstufe. Dann wird dieses abgefeuert und trifft auf die 3+, sonst weicht es ab. Es bleibt da liegen. Das heißt, er bekommt 2 Treffer, er einen. Hier geht es gleich auf den Körper. Lass uns noch mal gucken, wo die zweite hingeht, bevor wir hier was abhandeln. Maschinengeist, weil ist ja die zweite Kanone. Auch wieder eine Stufe. Das kann er verkraften. Treffen auf die 3+. Nein, weicht ab. Weicht ab. Ich gehe mal schon mal hier hin. Ich habe hier nämlich auch die Pizzaschablone. W10, ne? W10, genau. Und er tät 9 Zoll davor landen. Da trifft er aber nichts mehr. Dürfte ziemlich weg sein. Nein, der zweite ist weg. Der erste geht zunächst auf den Warlord Battle Titan. Nee, warte. Lass mich überlegen. Auf den Reaver Titan. Wenn er nämlich jetzt ein Schild verkackt, wäre er um einen schlechter. Verteile ich sein Schild auf ihn, ist er trotzdem ein schlechter. Also mache ich erst ihn, den einen, der da kommt, auf die 3+. Den er nicht hält. Siehste? Gut geplant. Die beiden auf den Warlord, auf die 4. Da geht wieder einer. Lass mich überlegen. Der Warlord hält körperlich mehr aus. Also gebe ich das auf den Warlord, das Verpatzte.
Dann kriegt er einen Treffer ab mit der Stärke 12 an einer Stelle, die jetzt erwürfelt wird. Am Bein. Stärke 12. Du brauchst mindestens eine 2, weil 1 wäre verpatzt. 12 plus 4, 16. 16 ist ein kritischer an den Beinen. Das heißt, zack, er bewegt sich in der Endphase nach links oder rechts, zufällig ermittelt. Das könnte Kollision geben. Das finde ich nicht so gut, aber okay. Ich meine, jetzt rächt sich mein Würfelglück aus der ersten Strategiephase. Gut, dann geht es bei mir weiter. Mein Warlord Battle Titan eröffnet das Feuer, erwidert das Feuer auf den gegnerischen Warlord mit 10 Schuss aus dem Apokalypse-Raketenwerfersystem. Du stehst im Korridor, ich treffe dich weiter als 30 Zoll weg auf die 2 plus. Ich habe nur 8 Würfel, deshalb werde ich 2 dann gleich noch nachwerfen. Das sind die beiden, na doch nicht ganz, die nicht treffen. So, aus 10 werden 7, ne? Jo. Ne, 6. 3, 4, 6. Das ist klar. Ich habe nämlich einen zu wenig in der Hand gehabt. Pass auf. Okay. Wir bleiben aber 6. Okay. 6 mal Schild-Safe auf die 3 plus. 2 mal Schild-Safe verpatzt. Dann haben wir das Bellicosa Vulkangeschütz. Volles Pfund ins Gesicht. Mit einer Reaktorstufe auf die 3 plus treffen. Nein, weicht ab. W10. 9 nach dort. Ist raus. Mist. Mist, Mist, Mist. Gut, ein Schild, eine Reaktorstufe habe ich gesagt. Hier. So, dann, weißt du schon direkt, worauf du schießen möchtest mit dem Reaver? Der Reaver schießt auf deinen kleinen Warhound. Okay. Wie viel sieht er von diesem kleinen Warhound? Alles, wenn du mich fragst. Alles, wenn du mich fragst. Guck. Naja, kriegt auf jeden Fall Deckung. Okay, ich guck mal hier nach den. Nach den. Gatling-Blast dann. Wie weit haben wir's? Über 24, also Gatling-Blast dann nicht. Aber nicht 30, also auch kein Bonus für einen Raketenwerfer. Um wie viel schlechter triffst du ihn, den Warhound? Also ich schätze mal mit den Gebäuden da von hier aus geschätzt minus 1. Ja. Denke ich mal. Denkst du mal. 2, okay. 4, 5 Schuss. 5. Und sofort. Jawohl. Gib ihm. 2. Diese beiden nehme ich mal jetzt von mir auf die 3 plus. Ja, 1 geht aus. Aber das ist noch komplett akzeptabel. Da ist noch nichts Schlimmes passiert. So, dann habe ich als nächstes meinen Reaver Titan mit Meltergeschütz und Laser, der hier so steht, der jetzt wahrscheinlich irgendwann in der nächsten Zeit explodieren wird. Der schießt da auf deinen Reaver. Und zwar auf den ich eben schon so fleißig geschossen habe. Das Laser-Ding schießt mit Shield Bane. Wo habe ich denn meinen Reaktorwürfel jetzt? Hier. Schildfluch, also da drauf, Meltergeschütz mittig rein. Schildfluch sagt eine Stufe. Schildfluch wird hochgestellt, eine Stufe. Schießt zweimal auf die 4 plus. Trifft einmal. Ein Schild-Safe auf die 5. 5. Wegen schlechterem Schild. Ein Schild geht aus, wäre sogar ohne Schildfluch ausgegangen. Dann das Meltergeschütz, welches ich in diesem Falle zweimal abschießen möchte. Habe ich nämlich gerade beim Warlord auch vergessen, ne? Das zweimal schießen. Und beim Reaver auch. Fuck. Egal, passiert. Passiert. Meltergeschütz, erste Mal auf die 5. Nein, weicht ab. Zweites Mal. Weicht auch ab. Hier sind die Würfe. Ach nee, ist die kleine Schablone. Erste Mal weicht ab. Nach dort. 6 ist weg. Zweite Mal weicht ab nach Kippe. Da. 5. Also nach dort. Auch weg, ne? Dürfte einen Treffer auf meinem Command Asset machen da hinten und zwar mit Stärke 16. Da muss ich mal eben im Regelbuch gucken, was dann passiert. Ui. So, ganz wacker nachgeguckt. Theoretisch würde ein Asset jetzt weg sein. Praktisch ist es aber so, dass auf der Schlachtergame-Karte steht, dass es einfach vollkommen egal ist. Auf den anderen Battlefield Asset-Karten steht nämlich drauf, dass die getroffen werden können, die Forward Observer, so wie ich das lese, nicht. Was gut ist für mich. Also kriegen die nichts. Das heißt, der Reaver Titan ist fertig. Dein Knight da hinten wird wahrscheinlich nichts mehr machen, weil das Ziel möglichst mehr als 12 weg ist.
Das heißt, er kann nicht mehr schießen. Dann bist du durch. Dann komme ich noch mit meinem Warhound-Schwadron, was jetzt aktiviert wird. Das war nur Deko. Der erste Warhound wird sich nämlich wegen seiner Full Stride Order 8 Zoll nach vorne bewegen können, dort bis zur Kante. Tut dies auch fast. Und der andere da hinten, der eben dummerweise den Maschinengeist so rausgefordert hat, latscht hier komplett rüber, weil er nach vorne kommen möchte. So, das war das. In der ersten Runde, Comet Face. In der Endphase, du hast nichts abzuhandeln. Da sind keine kritischen Konditionen, ich aber schon. Ich habe nämlich hier diesen Reaver, der jetzt nach links oder rechts wackelt. 1 bis 3, er wackelt nach links. 4 bis 6, nach rechts. Bitte nach links. Nein! Ich! Kollision. Das gefällt mir. Mit meinem Warlord. Möchtest du das würfeln oder soll ich das würfeln? Das geht ja gegen mich. Ich würfel das ja? Dann. Okay. In guter Tradition. Pass auf, der Warlord kriegt jetzt durch die Kollision W6 Treffer an einer Körperstelle, die du direkt würfeln kannst. An den Beinen. W6 Stück. 4 Stück. Mit Stärke Maßstab 8. Der kommt von vorne, also mit Stärke 8. Das heißt, mindestens 5, sonst ist es uninteressant. Eine 6. Einmal eine 14, also ein direkter Treffer in den Beinen. Weil es ja zurück auch geht, kriegt der Reaver Titan W6 Treffer an einer Körperstelle, die im besten Fall nicht der Körper ist. Nee, die Beine. Stärke 10, weil der Maßstab des Warlord 10 ist und entsprechend der Schablone, muss ich mal eben gucken, warte, ist mehr vom Warlord in der Flanke, also Stärke 11. Wäre 15, 16, 16 ist ein kritischer in den Beinen. Beine waren es, ne? Ja, genau. Ja. Ein kritischer plus 2 Stufen. Ja, das ist gar nicht... W6 Treffer hast du gesagt, ne? Ach so, das war die Anzahl der Treffer. Das war die Anzahl der Treffer. Ach, Entschuldige, ich dachte, du wärst schon meine Stärke. Stimmt. 3 Treffer in die Beine mit Stärke 11. Uiuiui. Dann würfel jetzt mal bitte genauso schlecht wie eben. Nein, gut, das ist ja nicht gewesen. Ei, 1 ist nichts. 16, da sind wir wieder beim kritischen. Zack, plus 2. Und das andere ist dann eine 17, ist auch ein kritischer. Zack, plus 2. Ein Treffer in den Beinen. Ein direkter Treffer vor Tod. Okay. Das war die Endphase. Mehr haben wir nicht abzuhandeln. Kommen wir in die Strategiephase der Runde Nummer 2. Nachdem wir geguckt haben, wer die Initiative hat. Gib mir mal bitte das Ding sie hier. Flip of the coin. So, pass auf. Pass auf, jetzt wird's. Pass auf, ob ich es hinkriege. Wir sind gespannt. Bin gespannt. Na, krieg ich da nicht hin. ja, das ist alles live. So, so rum habe ich's. So rum kriegst du es. Ja, da ist er wieder. Möchtest du sie haben? Ja. Wohl, gut. Zweite Runde. Runde 2. Strategiephase, Unterphase, Stratagames aussprechen. Der Dice Master wird wahrscheinlich wieder den Artillerieschlag sprechen. Jawohl. Wohin geht's denn? Der Artillerieschlag setzt einen Punkt. Ich habe so eine Vermutung. Warte, das ist die 5 Zoll Schablone, oder? Genau. Jene welche hier. Jene welche? Jene schöne welche hier. Die würde ich wieder auf den Kopf des Warlords setzen. Wie eben die Vulkan. Okay, ja. Gut. Dann weicht das Ding ab. W10. Unser, da. Da ist der Abweichungswürfel und der W10, genau. Dann mach mal. Schön weit weg, bitte. 8 Zoll. In jene Richtung. Kein Glück. Nee, da ist... Nicht. Da kommt er da runter. Ja. Und da ist er auch zu weit weg davon. Artillerieschlag macht nichts. Das sind halt diese Sachen, die dann jede Runde kommen können. Die haben schon manchmal... das Problem, dass sie zu weit weggehen, wenn man nicht voll trifft. Dann in der Initiativreihenfolge werde ich meine Quake Shells lösen. In diesem Falle setze ich die Quake Shells dahin. Die gehen mir auf den Nerven. Und zwar, wohin? Ach, das ist doch zum Kotzen. Es tut mir leid. Okay, der Reaver hier kriegt W3 Treffer. 3. Der andere
3. Natürlich. Jeweils 3 Schild-Saves, bitte. Wer fängt an? Der Lie Reaver fängt an. Denk dran, du kannst auch immer noch sagen, Reaktor push und eins wiederholen. Nach erweitertem Regelset. Ja, mach ich mal. Komm. Ja? Ein oder was? Nee, Maschinengeist. Dingsbums hier. Würfel. Würfel würfeln. Ah, Würfel. Würfel sagt? Eine Stufe. Nein. Jawohl. Zack. Dann hast du die 1 zu wiederholen. Ah, 2 Schilder aus. Gut. Dann sind die da aus bei dem anderen. Der ist noch voll, ne? Der ist oder? Voll. Ja. Ja. Auf die 3 plus. 1 geht aus. Und dann in Addition. In Addition. Er. W6 Zoll in folgende Richtung. 2 nach dort zur Seite. Dann dürfte er nicht kollidieren. Er dürfte einfach genau vor dem Gebäude stehen bleiben. Der andere, der geht dann nach hier 4 Zoll. Käme dann da an der Ecke raus. Das waren die Quake Shells. Immerhin. Aber ein bisschen was verschoben. Naja. Gut, dann hast du noch ein Stratagem? Ein weiteres? Ja. Das wäre welches? Der Lanzenschlag. Der Lanzenschlag. Ah, ich dachte es fast. Gut, der wird irgendwo hingesetzt, weicht dann ab und alles, was er trifft, auch auf dem Weg, wird getroffen. Aber ist halt auch nur einmal. Auf dem Weg. Ja, das ist halt das Bösere. Ist nur die kleine Schablone, aber. So, wenn ich es richtig im Kopf habe. Gerade noch schnell nachgelesen, doch nicht alles, was darunter in der Linie, sondern was am Ende. Aber das Ding weicht halt nur W6 ab, deshalb ist es potenziell tödlicher. Wo geht denn dieser Marker hin, dieser welche? Dieser Marker geht auf das Armgelenk des Reavers. Also da so quasi, das liegt da drunter. Wo weicht da ab? Nach hinten. W6 Zoll. Uhr. Nieder mit der Kathedrale. Nach rechts. Burn down the churches. W6. 3 Zoll. Dann liegt der auf dem vorderen Exhaust-Ding, ne? 3 Zoll Schallschablone. Bekommt dann der Warlord und der Reaver ab. Jawohl. Der andere nicht mehr. Den du eigentlich treffen wolltest. Das ist gut für mich. Der Warlord hat einen Schild-Safe von 4 plus, was er nicht schafft, und gibt den weiter an den Reaver. Ja, warte, 2W3 Treffer, ne? Achso, 2W3 Treffer. Ja, ja. Stimmt, das war das. 2W3 Treffer für den Warlord, weil die Schablone drauf liegt. Du hast recht. Das sind 6. Die schaffe ich nicht. Kann ich dir jetzt schon sagen. Ich habe hier jetzt 5 Würfel. Ich habe doch bestimmt noch irgendwo einen. Egal, ich würfel erstmal 5. Es ist zu kotzen. Einen muss ich noch? Ja, 1 geht aus, das lege ich auf den Reaver. Es ist nicht zu kotzen. Der Reaver kriegt W3. Ist nicht zu fassen. 2. Und ich habe mich vor einiger Zeit beschwert, dass die Loyalistenwürfel total scheiße bewürfeln. So, er hat einen 4er-Safe. 1 geht aus. Zack. Dann war das das. Ich habe kein Strategie mehr, was ich jetzt sprechen möchte. Du wahrscheinlich auch nicht. Richtig. Das heißt, wir sind in der Strategiephase Command. Befehle! Warlord Battle Titan! Erster Beschuss. Fire! Erster Beschuss. Auf die 2 plus. Mit einer? 3. Ja, hala. Gut, dann gucke ich mal hier bei meinem Reaver Titan, der gerade eben auf die Fresse kriegen sollte. Emergency Repairs. Was? Jawohl, und weil er wegen den Devotional Sirens mit 2 würfeln darf und weil der Chef immer noch da ist, kriegt er einen Command von 3 plus. Ja, hat er. Das heißt, sofort einmal reparieren, Würfelergebnisse plus 1. Danach entweder schießen oder bewegen. Darf nicht mehr beides. Einmal eine 6, einmal eine 7 und einmal eine 3. Ich wähle hier die beiden Würfel hier, um diese kritischen Ereignisse zu reparieren. 1, 2. Lahmgelegt wäre nämlich, er dürfte sich überhaupt nicht bewegen. Mhm. Dann dieser Bewegungsapparat beschädigt, er bewegt sich nur die Hälfte und darf auch nur die Hälfte manövrieren. Mhm. Da der gleich sterben wird und ich ihn wegkriegen möchte, im besten Fall, ist es mir so lieber.
Ich meine, du hast da hinten zwar einen ersten Beschuss, aber auf der anderen Seite musst du den ja auch nicht als erstes nutzen. So, weitere Befehle. Bei dir. Welcher Reaver Titan kriegt den ersten Beschuss da hinten? Welcher ist das? Multilaser? Multilaser, ne? Genau, der. Naja, der. Die Frage ist, bleibt's auch dabei, wo ich ihn jetzt verschoben habe? Na, ich überlege. Aber er steht ja eigentlich immer noch gut. Ja. Es bleibt dabei. Okay. Es bleibt dabei. Auf Multilaser. 4 plus. Hier. Nee, das ist der Meltergeschütz. Da. Multilaser. Auf die 4. Gewürfelte 2. Nein, kein Befehl. Super. Könnte aber wegen Axiom gleich noch einen weiteren Befehl oder weitere Befehle aussprechen, theoretisch. Richtig. Ich nehme mir meinen Reaver Titan, dem gerade die Schilde ausgeschossen wurden. Der bekommt ein First Fire. Auf die 3 plus, weil wegen ihm und mit 2 W10 auch wegen ihm, hat er. So, bei dir noch weitere Befehle. Ja. Ja. Und zwar? Der Melter. Nee, ich fange erst an mit dem Gatling Reaver, der macht, der kriegt keinen Befehl. Der Knight müsste... Soll er noch einen Befehl bekommen hinterher? Der bekommt noch einen Befehl. Dann musst du erst ihn machen. Wenn du da nämlich verpatzt, darfst du auch für ihn nichts mehr ansagen, weil du in deiner Strategiephase was verpatzt hast. Na gut. Außerhalb des Manipel, dann der ist das wichtig. Der Melter-Typ. Ja. Bekommt auch First Fire. Okay. Es wird ein Stellungsspiel, ich merke das schon. Auf die? Mit einer 9. Ja, hat er. Hat er. Dann haben wir auf meiner Seite den Warlord Battle Titan mit einem Emergency Repair. Ja, auf die 2 hat er's. Mit einer 2, 2 Vieren und einer 5. Die 5 nutzt er, um einen Schild anzuschalten, die beiden Vieren. Ups. Um Plasma abzulassen. Da war ich? Nee, da war ich, ne? Genau. Zack. So, dann dein Imperial Knight darf auf die 4 plus seinen Shaken wegbekommen. Nein. Oh. Behält er. Behält er. Damit wäre jetzt theoretisch auch deine Strategiephase vorbei, selbst wenn du noch welche hättest. Noch weitere Titanen. Warhound Scout Titan Squadron möchte gerne einen Full Stride. Oder, da du dich jetzt anders hingestellt hast, weiß ich gar nicht mehr, ob das so gut ist. Das ist ja kein Nahkampf-Reaver, ne? Warbringer Nemesis Titan möchte den Beschuss aufteilen. Ich mach mal ganz Unkonventionelles, was ich gar nicht vorhatte. Zack. Mit einer 4, er braucht eine 3. Hat er. Du hast keine mehr. Dann habe ich nämlich die Warhound-Schwadron, die nicht einen Schwadronsbefehl bekommen möchte, sondern nur der mit dem Flammenwerfer auf der Seite. Möchte Full Stride haben. Auf die 4 plus. Nein, hat er nicht. Also agiert er auch ganz normal. Keine weiteren Befehle, selbst nicht mal mehr möglich. Also kommen wir in die Bewegungsphase. Der Warlord Battle Titan handelt seinen ersten Beschuss ab. Dreht sich jetzt in diesem Moment wegen dem Trait Swift Killer, sodass er auf jeden Fall den Reaver da beschießen kann und schießt so rein mit seinen Apokalypse-Raketenwerfer. Es wurde viel darüber nachgedacht, hin und her diskutiert. Er trifft auf die 3 plus wegen BF. Weit genug weg, auf die 2 plus. Wegen gedreht Swift Killer wieder nur noch auf die 3 plus. Einfach so rein. Zusch. Ach du Scheiße. Ich bin ein bisschen nervös. Hit me! Scheiße! Ja, das könnte... Boah, ist das schlecht, ey. Das könnte reichen. Guck dir das an. Auf die von 10 Würfeln auf die 3 plus 3 Stück. Das könnte aber reichen. Wo triffst du ihn jetzt mit diesen 3? Mann, ey. Auf den Kopf. Natürlich. Der Reaver ist safe. Stärke 4 plus... Dip. Du brauchst 5, um was zu machen. Nee, warte. Stopp, kannst du gar nicht. Du brauchst eine 11. Stärke 4 plus W6 kann maximal 10 sein. Das heißt, du brauchst nur fürs Gefühl würfeln. Alles für den Arsch. Alles oberflächliche Treffer. Ping. Alles ping. Für den Arsch. Meine Fresse, ey. Es läuft wieder nicht, überhaupt nicht rund. Man könnte jetzt sagen, wenn du jetzt auf die Beine gezielt hättest, was wäre dann passiert? Aber wäre, wenn, ist Quatsch. Braucht man nicht drüber nachdenken. Ich aktiviere in diesem Move danach direkt den Reaver Titan. Ja?
weil sonst ist gefährlich. Mhm. Jetzt habe ich die Sache, will ich ihn möglichst schnell wegbewegen, ziehe ich den Reaktor hoch, komme ich vielleicht auf Maschinengeist. Aber wenn ich auf Maschinengeist komme, kann ich mit 2W10 würfeln, weil immer noch Devotional Sirens in der Nähe sind. Also mache ich mal einen Maschinentest für 9 Zoll. Mit einer Reaktorstufe. Das ist okay. Er kann zwar gleich nicht mehr schießen, aber er kommt weg, falls er explodiert. Ui, ui, ui. Mann. So, 9 Zoll hat er. Er bewegt sich bis dort. Das sind 5. 4? Warte, 4? Reicht 4? Ich glaube, 4 reicht. 4 reicht. Macht eine Wende. So in diese Richtung. Hat noch 5 Zoll über. Von 10 bis da vorne zu 5 sind 5 Zoll. Richtig? Richtig. Zack. Und macht noch sein letztes Manöver. Nee, warte, stopp. Wie stehe ich denn hier? Stehe ich eigentlich ganz gut, ne? Alle die Front? Ja, bleib so stehen. Bleib da so stehen. Der Lyreaver schießt mit seinem Gatling Blaster First Fire auf diesen Warhound. 6 Schuss treffen auf die 3 plus. Ist in Reichweite, aber nicht in der 8 Zoll, wo er einen Benefit bekommt. Das sind 2 Stück. Das ist nicht zu fassen, ne? Das sind 2 Shield Saves auf die 3 plus. Das sind 2 Shield Saves. Es ist nicht zu fassen. Und hier diese Kräne, ne? Da kommt man ganz leicht dran. Also wenn ihr euch dieses Gebäude übrigens kauft, dieses Gelände mit diesen Kränen, Obacht, nicht, dass ihr was umschmeißt. So, Movement Phase sind wir immer noch, ne? Jawohl. In der Movement Phase wird sich erstaunlicherweise wird sich der Reaver hier aktivieren und sein Vulkangeschütz auf den Angeschlagenen, auf den Lyreaver geben. Weil er ihn nämlich mit minus 1 sieht. Er hat First Fire. Er schießt das Vulkangeschütz. Und zwar mit einer Blankseite trifft er auf die 4 plus eine 3. Weicht W10 Zoll ab. Wohin? Nach da. 8 Zoll. Dann liegt die Schablone irgendwo hier. Aber da ist ja nichts mehr. Beziehungsweise warte, wir müssen das genau machen. Der ist ja... Ja, dann kriegt der hier das ab. Dann liegt die Schablone da drauf und der fällt um. Gut. Das ist ja dieses, wenn er mit einer 1 einfach da liegt. In welche Richtung fällt er um? In diese. Ich nehme mal hier dieses Größe oben drauf weg, dass wir das richtig sehen. Er fällt um, und zwar 6 Zoll in die Tiefe, in einem 4 Zoll Korridor. Eieiei. Also Tiefe ist von da aus 6 Zoll. Dann würde er den nicht mehr treffen, aber vom Mittelpunkt gemessen in beide Richtungen in 2 Zoll kriegt er den ab. Mhm. Natürlich. Der Reaver kriegt den in den Rücken. Natürlich. Und zwar, wie viel Treffer? 6 Stück? Ja, klar. An welche Körperstelle? Waffen, das ist gar nicht so schlecht für dich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der eigentlich Gatling Blaster. 6 Treffer, der Stärke 8. Ich mache mal die ersten 3. Ich brauche, glaube ich, eine 10, um das auszuschalten. Ja, ist deaktiviert. Mehr kann nicht passieren. Gar nicht so schlecht für dich. Das war der erste Beschuss von meinem Reaver Titan. Erstaunlicherweise ist der Warhound dann da weg. Hätte ich nicht gedacht, dass ich den mal treffe. Gut. Double Multi-Laser bzw. Laser Blaster Reaver wird sich ausrichten, dass er besser den angeschlagenen Reaver gleich den finalen Schlag geben kann. Hep. Kein Abzug für Reichweite gleich, wo er jetzt steht. Das ist gut. Und vielleicht nur mit der einen Waffe minus 1, also der linken Armwaffe. Die rechte sollte ihn dadurch diese Lücke genau sehen. Das ist okay. Dann ist der Reaver fertig. Dann komme ich dran. Der Warlord kann sich bewegen oder kann gleich schießen. Das ist eine schwierige Sache. Der wird sich noch nicht
aktivieren. Da hat er keinen Bock drauf. Der Warbringer, der hat 5 Zoll und marschiert so hier so ein bisschen näher an das Gebäude dran. Fertig. Dann hast du noch einen Reaver und einen Knight. What do you do? Der Reaver! Ja! Weiß ich auch nicht. Ist schwierig, ne? Das ist schwierig. In so einer Situation? Tatsächlich. Tatsächlich. Das ist schwierig. Das Gute ist, ich wüsste, was ich mache, aber das muss ich dir ja nicht verraten. Genau. Das stimmt. Ich würde ihn nämlich nur so ein bisschen so nach vorne schieben, dass er aber immer noch den Warhound da hinten sehen kann. Im besten Falle. Naja. Berücksichtigen, dass sich der Warhound ja nochmal bewegt. Ganz genau. Weil der kann ja nicht frech sein, wenn er neben dir steht. Sehr und dadurch, dass ich weiß, was ich für ein Missionsziel habe, habe ich vielleicht auch Durchbruch und das ist meine Einheit, die gewinnt für dich. Für mich. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Das ist das Ding, wenn man es nicht weiß, dann weiß man es nämlich. So. Ja. Wollte ich nun mal gesagt haben. Oder du kannst erstmal den Knight bewegen, weil der kann mir den Weg verblocken, physisch mit seinen aktuell 7 Zoll, die er sich bewegen kann. Bei mir ist nämlich die Warhorn-Squadron die nächste Aktivierung, wenn ich den Warlord nicht bewegen möchte. Zack. Es ist soweit, es geht der Knight. Mhm. Und zwar mal geschmeidig. Hier. Okay. Die Warhound-Squadron. Da der das eben so gut hingekriegt hat mit dem Maschinengeist, wird er den jetzt nicht nochmal aktivieren. Sondern, Maßband 8 Zoll. Komm, no pain, no gain. Ne? Legt sich. Warte, so. Hier hin. Und der andere, da hinten aus der Squadron, pusht den Reaktor. Für eine Stufe. Stelle ich gleich ein. Hat 12 Zoll. Bewegt sich 1 Zoll so leicht diagonal aus diesem Moped hier raus, um gleich gerade nach vorne zu können. Und heizt dann wie einen Doofen hierhin. So, wir haben gesagt, hier drüber ist gerade. Mhm. Dreht sich so, dass im besten Fall dein Warlord als auch dein Reaver im vorderen stehen. Mhm. So, jetzt ist immer noch die Frage, was macht dein Reaver-Titan? Warhound-Action oder so eher so Richtung in meine Main Battle Force? Ja, der macht Warhound-Action. Okay. Der macht mal so. Mhm. Dann geht der 4 Zoll. Mhm. So. Und dann schweres Gelände, ne? Dann kann er noch 1 Zoll rein quasi. Richtig? 4, 6, ja, genau. Und da kann er ja drin stehen bleiben. Im Gegensatz zu Blockierenden. So. Okay. Dann sind wir immer noch in der Movement Phase. Ich hätte noch meinen Warlord, den ich aktivieren könnte. Dann kann er aber nicht mehr schießen. Dementsprechend lasse ich ihn da jetzt einfach stehen, aktiviere ihn gar nicht erst. Sind wir in der Damage Control Phase. Jawohl. In der Schadensbegrenzungsphase handeln wir zuerst die Legio Furian komplett ab, weil es kann auf keiner der beiden Seiten eigentlich keinen platzen. Deshalb ist es irrelevant. In welcher Reihenfolge? Warlord. Jawohl. 4W6. 4 sind zum Abkühlen, 5 sind für die Schilde. Einmal abkühlen. Reaver Battle Titan. Dem reicht mit 3 Würfeln eine 5. Die Art hat er gut gemacht. Dem anderen Reaver Battle Titan, dem braucht sich eine 3, um den Gatling Blaster wieder zu aktivieren. Hat er hart? Harter, harter. Dem nächsten Reaver Battle Titan. 6. Genau, brauchen wir 6, um den Schild anzuschalten und 5 für jede Stufe. Und eine 4 für Plasma abzulösen ist auch möglich.
Da hat er einen auf Kipp. Hat er eine 6. Kann er die Schilder anschalten. Hat er gut gemacht. Nein. Dann kommen wir zu Legio Defensor auf der überliegenden Seite. Ich fange an hier mit diesem Reaver Battle Titan auf meiner ganz rechten Seite von den Terminals. Der hat eine 5, der hat eine 5, der kann mit der 5, was kann er mit der 5? Der kann mit der 5 hier den Schaden reparieren oder Plasma ablassen, Schaden reparieren. Das ist ein Rektor, den ich mehr einstecken kann. Der nächste, ups, bleib hier, Reaver Titan, er hier, hat eine 6, Schilder an, Warlord Battle Titan, hat, zwei Schildstufen und einmal Plasma. Der Warbringer Nemesis hat 4 Servitoren. Hat auf jeden Fall die eine 4, die er braucht. Warhound haben wir auf der Seite noch den einen. Der andere hat noch nichts. Hat eine 4, kann die Schildstufe nicht hochstellen. Das war die Schadensbegrenzungsphase. Kommen wir in die Kampfphase, die Combat Phase. In der Kampfphase Warlord on Warlord Action. Er steht perfekt drin, der Warlord Defensor. Er wird mit dem Raketenwerfer auf die 2 Plus getroffen. Die beiden Bellicosa Vulkangeschütze nehmen dieses Panzerplatten-Karo über dem Kopf. Raketenwerfer, 10 Schuss auf die 2. Fast runtergefallen, oder? Fast runter. Fast runtergefallen, okay. 4 Einsen. 4 Einsen. 6 Stück. Bei 6 Stück kann ich noch welche von mir nehmen. Ich mache Reaktor-Push. Für... Wo ist er? Da. Für Einsen wiederholen. Maschinengeist möglich. Unterdrückt. Also Command-Wert 3. Er ist aber der Prinzess, das ist aber um 2 besser. So. Das heißt, 6 Stück. Auf die aktuell 3 Plus. Einsen wiederholen. Einsen wiederholen. Ja. Boah. Alles vom Void Shield. Das ist mir auf den Nerven. Gefressen. Bellicosa Vulkangeschütze. Jawohl. Das Gute ist, du kannst dich jetzt immer noch entscheiden, theoretisch, für die Taktik, zu sagen, nö, ich schieß die gar nicht mehr. Das ist immer möglich. Falls man sich in der Situation nicht so viel ausmalt. Aber da hast du natürlich den Reaver daneben stehen, cool, der auch potenziell kaputt gehen kann. Sogar den da vorne könntest du den treffen. Wie heißt es so schön? Nicht schießen ist auch keine Lösung. Richtig, richtig. So, der Saal. Vor und drauf. Einmal Reaktor. Zack. Wo ist er? Für die erste Bellicosa. Wo ist er denn? Da. Erste. Sagt wie folgt. Eine Stufe. Eine Stufe. Treffen auf die 3 Plus. Treffen tut er. Jawohl. Und wenn die Schablone da liegt, bekommt der Warlord 2 und der Reaver 1. Ich fange mit dem Reaver an auf die 4 Plus. Gibt da weiter einen Warlord. Natürlich. Der Warlord bekommt 2, ist noch auf der 3 Plus. Abgehandelt. Natürlich. Zweite Bellicosa. Maschinen. Plasma-Reaktor-Gedöns. 2 Stufen. Treffen immer noch auf die 3 Plus. Trifft. Reaver fängt an. Gibt da weiter auf den Warlord. Warlord nur noch auf die 4 Plus. Safe. Mein Gott, ey. Die sind das, was sie gefühlt von der Lore auch sind. Ein Fels in der Brandung. Nicht zu fassen. Dann ist der Warlord fertig, ja, richtig? Gut, dann bin ich dran. Ja, super. Ich aktiviere meine Warhound-Schwadron. Und zwar diesen hier als erstes. Und er schießt auf den Reaver. Ja, hier. Erhoffe ich mir, dass der nicht so viel macht. Und ich versuche, seine Schilde zu ziehen, damit die anderen gleich leichtere Spiel haben. Neid wird's richten. Ich beginne mit dem Vulkan-Megabolter. Der Flamer kann ihn erreichen, also sind es 8 Zoll. Da brauche ich nämlich das Maßband jetzt nicht rausholen. Vulkan-Megabolter trifft dich auf die 2. Oh. Und 6 sind Doppeltreffer. 5 Stück. 5 Treffer vom Vulkan-Megabolter gegen den Deflektorschild von... Das ist der mit dem Doppel-Gittling. Von 3. Dran. Wie viel waren das? 5 Stück. 5. Alles safe. Dann machst du bitte nochmal 3-mal hinterher für den Flamer, weil der geht ja 3 Auto-Hits auf den Schild. Dann ist ein Schild aus. Dann hätte ich vielleicht doch auf den Knight schießen sollen. Na gut.
Weiß man immer hinterher erst. Der andere Warhound steht auf. Wie viel Zoll sind das? Na. Sind das zwei oder ist das über zwei? Steht 2 Zoll dran, also steht er unter den Schilden. Natürlich. Ich schieße mal mit dem Laser einfach so rein. Dann schieße ich aber nur aufs Kampfgeschick, auf die 4 plus. Einmal treffen. Wo treffe ich ihn? An den Special, am Körper. Stärke 8, der hat noch nichts abgekriegt. Richtig. Stärke 10 am Körper, dürfte nichts sein beim Reaver, oder? Doch. Doch, ein direkter. Okay. Vulkan Megabolter würde auf die 3 treffen wegen dem Reichweitenmodifikator. Ich schieße ihm in die Gatling gezielt. Oh oh. Das wäre dann auf die 4 wieder. Drei Treffer. Stärke 4. Zum Abschalten brauche ich 6. Aber ist potenziell das Beste, was mir da einfällt in der Situation. Nein. Komme ich nur auf Stärke 9. Da ist noch keine Reaver-Waffe aus. Das war meine Warhound-Squadron. Erstaunlich uneffizient. Na gut. Dann schauen wir mal, was Legio Furia nachsetzt. Wir haben folgende Situation. Laserblaster Reaver schießt auf diesen hier hinten. Die Raketenwerfer treffen auf die, was haben wir gesagt, 4? 4 wegen bisschen weniger Sehen. Laserblaster dann nur auf die 6 wegen ganz wenig Sehen und auch dann Reichweitenmodifikator. Rockets on the 4. 2. Schaffe ich 2 Vieren? Reaktor-Push für Einsen wiederholen. Eine Stufe. Ist das der richtige? Warte. Ja, ist der richtige. 2 Vieren. Mann. Hätte ich gar keinen Reaktor-Push gebraucht. Möchtest du die Laser dann noch schießen? Ja, sicher. Okay. Du schießen ist ja auch keine Lösung. Du kannst mit dem ersten Laser den Schild ausstellen. Deshalb theoretisch zweimal hintereinander. Auf die 6. Nein. Weiter. Zweimal. Vieren. Es soll nicht sein. Nicht zu fassen. Was mache ich denn jetzt? Oh, das ist jetzt hier wieder das Kniffeln. Wer nach wem? Das muss ich genau überlegen. Warbringer Nemesis Titan. Nach ganz, ganz viel überlegen und hinstrategisieren. Schießt mit all seinen Waffen auf diesen Reaver. Das ist der Punkt für die beiden Schablonenwaffen. Der ist noch gerade eben im Korridor der Quake Cannon drin. Deshalb kann ich jetzt schießen. Und zwar schieße ich zunächst mit der Multilaserkanone. Der trifft auf die 3, auf die 4 wegen Reichweite, wegen weniger Sehen, auf die 5. Ein Treffer. Einmal Schilden auf die 4. Oh, jawohl. Bleibt auch an. Mori Quake Cannon. Wäre doof jetzt abzuschießen. Weil dann wirst du nämlich nicht gekankassift, nur gequaked. Dann schieße ich erstmal das Vulkangeschütz ab. Der Reaktor geht 2 Stufen hoch. Der trifft da auf die 4. Trifft. Zweimal Schild safe. Weil die Schablone mit dem Loch über deinem Base ist. Schild ist aus. Oh. Mori Quake Cannon. Ein Schuss auf diese Stelle. Trifft auf die 4. Warte. Warte. Stopp. Halt. Ich habe ein bisschen nach vorne bewegt. Ne, passt noch. Auf kurze Reichweite wäre noch einer schlechter. Trifft auf die 4. Nein. Ist nur eine 3. Weicht W6 ab, weil er zum Arkus-Manipel gehört und ihn sieht. Definitiv. Weicht mal schön auf den ab. Nach Nein. dort. 3 Zoll. Dann liegt der Punkt. Ist das die kleine? Das ist die große. Natürlich. Liegt der Punkt. Da. 5 Zoll. 3 Zoll. Leg doch mal den Würfel direkt unter die 3. Dann können wir es gleich besser sehen. Dann kann ich auch die... Genau, dann kann ich auch die Kamera drüber halten, was alles ist. Und zwar
Beide. Ja. Der natürlich. Hier bekommt einen Treffer. Den kann er gegen den Schild setzen. Das ist der Laser. Laser Blaster Heini. Plus. Ein Schild aus. Natürlich. Der andere kriegt einen Treffer. Das heißt, er bekommt auf jeden Fall gleich das Concussive. Heißt, er dreht sich nach rechts, links oder W3 von mir weg. Klar. Rückwärts. Beziehungsweise von ihm in die Richtung. Aber er kriegt erstmal einen Treffer. Der Stärke Quake Cannon 8. Ne, 9 sogar. Wo trifft er ihn? In die Beine. Stärke 9 plus 2 ist 11. Einen direkten Treffer. Zack. Dann wird er jetzt 1 bis 2 links sich drehen. 3 bis 4, W3 nach hinten. Das würfel ich, geht gegen dich. Und was war das? 5 bis 6 nach rechts. Er dreht sich 45 Grad nach links. Verursacht dann... Ja, eine Kollision mit dem Gebäude. Natürlich. Das Gebäude ist aber gar nicht so schlimm. Das macht nämlich nur 2W6 Schadentreffer. An, wo ist es denn der andere Würfel? Weiß ich nicht. Wie viel ist der Schaden? Gucken wir erstmal. Oh, 10. Könnte was passieren. Ja, klar. An, Special ist der Body. Body ist auf die 10. Ja. Ja, kriegt dann direkt am Körper. Das war's. Mehr passiert gar nicht, wenn du mit Gebäude kollidierst. Das ist gar nicht so schlimm, aber das war Concussive. Wegen Quake wird die Bewegung reduziert. Für diese Runde, für weitere, muss ich eben nachgucken. Nachgeschaut, bis nach der nächsten Bewegungsphase wird sich die Bewegungscharakteristik dieses Reaver halbieren, abgerundet. Das heißt, er kann sich 3 oder beim Pushen 4 Zoll bewegen. Also 4,5 wird abgerundet dann aber. Mhm. Und im Manöver hat er standardmäßig 1 oder 1 abgerundet. Ne? Jawohl. Gut, merken wir uns. Möchtest du da irgendeinen Marker nebenlegen, dass du daran denkst? Ich weiß nämlich nicht, ob ich daran vielleicht denke. Dann ist aber der Warbringer Nemesis Titan abgehandelt und du darfst wieder. Reaver Titan! Der Leihreaver schießt auf die nächstmögliche Bedrohung den Warhound vor ihm. Gatling Blaster. Gatling Kettenblaster. Würde aufs Kampfgeschick 4 plus Reichweitenmodifikator auf die 3 treffen, das Meltergeschütz nur auf die 4. Weil 2 Zoll Abstand ist diese Close Quarters Combat Range unter den Schilden, aber aufs Kampfgeschick. Wenn du jetzt zielen möchtest mit dem Gatling Blaster, würde das aber nur minus 1 heißen. Raketenwerfer können nicht schießen, weil sie die Minimalreichweite von 8 Zoll haben auf dem Reaver Panzer. So. Er ist noch gar nicht angeschlagen, ne? Eieiei, der ist noch gar nicht angeschlagen. Aber wenn du den Melter reinhaust und ihn an einer Stelle ordentlich verwundest, du würfelst ja den Melterschaden mit einem W10 aus auf die Reichweite, dann kannst du mit dem Gatling Blaster ihn gezielt finishen. Hab ich schon ein paar Mal gemacht in der Kombi. Ich hau mal das Meltergeschütz rein. Okay, mittig drauf? Jawohl. Okay, auf die 4 plus. Jawohl, bleibt drauf liegen. Doppeltreffer, an welcher Stelle? Und Schaden wird mit W10 ausgewürfelt. An den Beinen. Stärke 11 plus W10 jeweils. Wegen dem Attribut Fusion. Eieiei. 14 und 21. Bei einem Warhound Scout Titan ist die 14 noch ein verheerender. Die 21 wird ein kritischer. So, jetzt kannst du sagen, ach guck mal, jetzt weiß ich, wo er beschädigt ist. Jetzt rotze ich den Gatling Blaster da rein. Du triffst zwar in der Frustration nur auf die 4, kannst aber gezielt dahin schießen, wo du möchtest. Und eins darfst du beim Penetration-Wurf wiederholen. Bei der Armor Penetration. So. Machst du so? Mach ich so. 6 Schuss in die Beine. Ratatatata. Auf die 4 plus. Das sind 4 Stück. Mhm. Stärke ist 5. Plus gecrippelt 7. Würfel bitte den Schaden. Keine 1, okay. 7 haben wir gesagt, ne? 9 ist noch nichts. Zweimal. Dann haben wir eine 10, ist ein direkter.
Und dann haben wir eine Rechnung. 12. Ist auch ein direkter, wird ein kritischer raus. Dem geht's gar nicht mehr so gut. Tja. Dem geht's überhaupt nicht. Kaputt. Das kann ja noch kommen. Gut, dann wird wieder zurückgekniffelt. Dieser Reaver, jenige welche, schießt auf den gelben Reaver da hinten links. Der trifft den super. Und zwar trifft er mit der Schablone gleich mittig auf ihn, aber erstmal die Raketenwerfer. 3 plus, weil weiter weg als 30 Zoll, ganz knapp drüber, auf die 2 plus. 5 Schuss. Zack, 5 Treffer. 5 Schild-Saves vom Gatling. Reaver. Auf die 3. Geh aus. Und ich ziehe den Reaktor einmal hoch. Reaktorwürfel, ne? Ah ja. Ja. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Genau. Für eins wiederholen. 2 Stufen. Natürlich 2 Stufen. Ah. Zack. Mal. Möchte ich das Vulkangeschütz dann überhaupt schießen? Ja, möchte ich. Komm. Was soll der Geiz? Reaktor fürs Vulkangeschütz für 2 Stufen. Das ist nicht so schön. Er ist im orangefarbenen Bereich. Dann treffen auf die 3 plus. Jawohl, bleibt liegen. Hätte ich nicht gebraucht. Ich hätte es gehofft, dass er auf den Knight abweicht. 2x 3 plus? Genau, 2x Schildsafe. Ein Schild geht aus. Dann darf Furian erwidern. Die funktionieren jetzt nicht mehr, ne? Was? Das war nur bei dem. Nein, für jede Waffe, die kommt, musst du es neu deklarieren, wenn du möchtest. Gut. Dann hast du noch den Laser Reaver und den Gatling Reaver, richtig? Na, der Laser Reaver hat schon. Ach nee, stimmt. Den Gatling Reaver hast du noch und den Knight. So. Und den Knight. Wer macht? Der Gatling Reaver fängt an. Rapapapapapam, in Warhound. Gatling auf den Warhound. Ja, ich bin aber in 8 Zoll, das heißt, der Raketenwerfer darf nicht mehr. Ja. Ne, da wird, nochmal für euch zur Erklärung, die zuschaut, von Kante bis Kante. Selbst wenn das nur gerade hier rankommt und der Arsch von dem ist immer noch raus, zählt es nicht. Es wird immer nächste Distanz. Dafür kriege ich berücksichtigt. Plus 1. Von den Gatlings, genau. Gatlings. Gatling 1, 6 Schuss treffen auf die 2. Ich hole mir schon mal Schildwürfel. 6. Mhm. 5, ne? Jawohl. 5x Schild. Auf die 3. Ach komm, Reaktor-Push. Füll 1 wiederholen. Sicherheitshalber. Oh, Maschinengeist. Warte, eine Stufe auf jeden Fall. Was passiert? Safe. Mit einer 9. So, 5x, 1 wiederholen. Hätte ich nicht mal gebraucht. Alles safe. Erster. Zweite Gatling. Ram, pam, pam, auf die 2. 4 Stück. Reaktor-Push. Maschinengeist. Mit 8 unterdrückt. Okay. 4x auf die 3. Rampam, alles safe. Nicht zu glauben. Krass. Mein Warlord Battle Titan. Schießt da rein. Bellicosa. Da auf dieses Auge, auf der Platte. Was da oben drauf ist. Mhm. Aber ich fange an mit dem Raketenwerfer. 10 Schuss auf die 2. Ich habe erstmal 8 in der Hand. Davon treffen erstaunlicherweise 7 plus die 2, die noch kommen, sind insgesamt 9 Stück. 9 Treffer vom Apokalypse-Raketenwerfer resultieren in 9 Schild-Saves, aktuelle Schildstufe 3 plus. 1, 2, 3 Schilde ausschießen und die sind aus. 1, 2, nee, gar nicht 2. Einer. 1. Ach, guck mal. Gut für dich. Ein Schild aus. Das gefällt mir. Aber ich jage die Bellicosa trotzdem hinterher. Reaktor. Eine Stufe. Das ist okay. Das ist vollkommen okay. Ein Schuss auf die 3. Weicht ab. Wohin? 1 Zoll nach vorne. Da ich aber auf den Kopf geschossen habe, also auf das Auge über dem Kopf, ist leider das Loch der Schablone über dem Rand des Bases. Das bekommt, heißt, er bekommt nur noch einen Treffer dadurch. Resultiert in einem Schild-Safe auf die 4 plus. Das heißt, ich kann ihm das nicht ausschießen.
Eine. Ja. Oh, Schild hält. Das heißt, mein Beschuss ist komplett durch. Dein lustiger kleiner Questorisnight da hinten hat jetzt noch wahnsinnige Einschuss aus seinem Thermaldings. Ist die Situation, dass er Schilde anhat, der Warhound. Das heißt, ein Schuss treffen auf die 4. Der ist noch geshakt hier, ne? Treffen auf die 5, genau. Gut, dass du es sagst. Danke. Ja. Danke, fast vergessen. Diese ganzen Pausen hier mit Aufladen und Kaffee und so, das irritiert schlimm. Mich. Schlimm. Schlimm, schlimm. Also, einmal Thermalkanonen-Dings auf die 5 Fluss. Jawohl! Einmal treffen, einmal safen auf die 4. Jawohl nicht. Ah. Ein Schild aus. Zack, Hammer. Das hätte auch anders ausgehen können. Ja. Aber ein Schild. Ein Schild ist gut. Das heißt, wir sind mit dem Beschuss durch. Wir sind jetzt in der Endphase. Erstaunlicherweise wird nichts in der Endphase abgehandelt. Außer einen Warhound, Entschuldigung, hier, der die Stabilisatoren beschädigt hat. Einen einzigen. 3 Zoll. Ja. Melter. Aber 2 Zoll ist unter den Schilden. Ach so. 2 Zoll erst. 2 Zoll. Dann macht der Melter nichts. Der Melter geht nur gegen die Schilde. Achso, der Melter. Der Melter. Du hast den ausgerüstet. Okay, ja. Dann mache ich noch einen Schild-Safe da. Stimmt. Dann habe ich keine Schilde mehr. Aber das ist auch das Maximum, was du rauskriegen kannst. Ja, aber stimmt. Immerhin. Der Autotreffer in 3 Zoll ist das. Dieser Warhound hier in der Endphase bewegt sich von 1 bis 3 nach links 45 Grad, andernfalls nach rechts. So. Weil die Stabilisatoren beschädigt sind. Stabilisatoren. Das war dann Runde Nummer 2. Kommen wir zum Ermitteln der Initiative für Runde 3. Wäre ja nett, wenn ich das täte. Dann könnte ich mich besser auf dich einstellen. Na komm her. Es ist wieder... Möchtest du das Kommando über das Schlachtfeld haben? Ja. Ja, okay. Dann melden wir uns gleich zurück in der Strategiephase, Runde Nummer 3. Strategiephase, Runde Nummer 3, Unterphase, Strata Games aussprechen, Verräter haben die Initiative, also wo kommt der Artillerieschlag hernieder? Der Artillerieschlag? Ja. Kommt hernieder. Direkt auf dem Reaver? Direkt auf dem Reaver. Okay, dann Abweichungswürfel. Es ist ein Treffer! Er trifft mit. Wie viel ist das dann? 2W3? Oder was war das? 2 Treffer der Stärke 8. 2 Treffer der Stärke 8. Wo treffen die ihn? An welcher Körperstelle? Kopf. Nein, die Waffen! Scheiße! Würfel mal aus welche? Mann, ey! Es ist so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist. Eine 3. Der Laser oben drauf ist das dann. 2 Treffer der Stärke 8. Du brauchst bei diesen beiden Würfeln mindestens eine 2 und der ist deaktiviert. Mann, ey, er will einfach nicht sterben. Ja. Oh, sogar noch eine 1. Gerade eben minimalistisch Mann. Deaktiviert der Turbo Laser Annihilator. Mann. Dann kommt meine lustige Situation mit dem. Wie heißt das nochmal? Mit den Quake Shells. Diesejenigen wären verlockend auf deinem Reaver. Da steht aber mein Warhound ziemlich nah dran. Auf der anderen Seite, ich habe bis jetzt so gut geworfen. Oh, das ist echt. Nee, pass auf. Hier. Dahin. Wohin weichen sie ab? Nach hinten. 2 bis 4 Zoll ist okay. 1 Zoll. Boah. Liegen genau drauf. Es darf alles nicht wahr sein. Der macht dann W3. Scatterable Mines. Quake Shells. W6 Treffer der Stärke 6. W6 Treffer. 5 Stück. Gegen die Schilde.
von 4 plus. Dadurch wird er ein valides Ziel. Nein. Alles safe. Aber in addition. 1 bis 3 dreht er sich 45 nach links, andernfalls nach rechts. Nach links. Blickrichtung hier. Dadurch zwinge ich schon dich zu bewegen. Das ist okay. Das heißt, dann vorerst Fire ist schon wieder so eine Sache, ob du das überhaupt machen möchtest. Das waren die Strata Games. Richtig, genau. Den Lanzenschlag hast du nur einmal. Das heißt, wir sind bei den Befehlen. Wer möchte bei dir einen Befehl aussprechen als erstes? Der Warlord. Ja, was möchte er denn für einen Befehl haben? Tja. Ja. Muss ich jetzt mal überlegen. Ja, okay. Totale Verwirrung durch Kankassif und durch Quake und durch sonst was. Der bewegt sich natürlich W6 in eine zufällig ermittelte Richtung und dreht sich nicht um. Er bewegt sich nach da. 4 Zoll. Das dürfte dann halt hier am Rand enden, ne? Wenn ich das so richtig sehe. Weil rausfallen kann er nicht. So. Jetzt sieht das auch mit den Befehlen wieder anders aus, ne? Oh ja. Oh ja. Weißt du denn schon, was du dafür einen Befehl nimmst, wenn er jetzt so steht? Nee. Ja, auch noch nicht. Auch noch nicht. Na gut, dann Bedenkpause. Der Warlord wird wahrscheinlich doch keinen Befehl bekommen. Also starten wir mit dem Multilaser Reaver. Dort steht er. Richtig. Was hast du gesagt? First Fire? First Fire. Auf die 4. Und sofort. Mit einer 6 hat er's. Jawohlo. Zack. Dann werde ich hier mal nachsetzen. Und zwar Reaver Titan, der hier hinten, bekommt jetzt Emergency Repair. Mit einer 1, die wird weggenommen. Mit einer 8 hat er's. Wegen hier Gedöns. So. Plus 1 die Würfelergebnisse aufgrund von Emergency Repair. Das ist gar nicht so gut. Das ist nämlich überhaupt nichts. Guck das mal. Gefällt mir. Das ist gar nichts. Nice. Eieiei. Nice. Weitere Befehle von dir. Der Melter Reaver. Mhm. Genau. Der Melter Reaver erhält auch First Fire. Okay. 4 plus. Es auf ist eine 3. 3. Nein. Das heißt, er bekommt keinen Befehl, aber wegen Axiom. Ist er Teil des Axiom? Nein, ist er nicht. Dann gibt es keine Befehle mehr. Dann ist deine Strategiephase vorbei. Dann werde ich hier weitermachen. Achso, muss ich noch einen Befehlstest machen wegen Shaken? Oder hätte ich das vorher machen müssen? Den hättest du, also quasi statt einem Befehl machst du den in der Reihenfolge. Okay. Das heißt, ist vorbei. Gut. Okay, der hat Emergency Repair aber nichts geschafft. Dann kommen wir zum nächsten Titanen und zwar dem Warbringer Nemesis. Der steht auch in 8 Zoll um den Warlord. Der kriegt First Fire. Auf eine 7 hat das. Dann haben wir den Reaver Titan, den angeschlagenen. Der bekommt auf eine 3 plus Full Stride. Hat er. Warhound Scout Titans. Derjenige, welche, der vor dem Knight steht, da hinten, bekommt die Charge Order auf die 4 plus. Und der andere, den kann ich gleich entscheiden. Nee, bekommt er gar nicht. Guck mal. Dann kann ich auch gar keinen weiteren Befehl mehr geben. Okay, keine Befehle für die Warhounds. Das ist aber gar nicht so dramatisch. Kommen wir zur Movement Phase. Multilaser-Laser Blaster Reaver mit First Fire auf diesen angeschlagenen Reaver hier. Der trifft auf die 3 plus. Das Ziel ist in Reichweite nah genug für den Multilaser zu schießen ohne Abzüge, was sehr gutes Deutsch war, aber ich meine gut. Du triffst auf die 3 plus. Du triffst 3 Stück. Mal. Wo triffst du mit diesem Schuss? Auf Legs. Die Beine. Stärke 8 plus Stärke 11 insgesamt. Stärke 13, Stärke 15. 13, 15, 17. Ja, reicht. Reicht. Das sind quasi dreimal weiter, nur wegen nur direkten und zwei kritische. Dann macht's Peng. Aha. Und das Ding geht in die Luft. Im Zweifel. Engine Kill. Und er bewegt sich W6
in eine Richtung, fällt von da aus um. Es wäre natürlich schön, wenn du nicht in meine Richtung kommst, mein Freund. Nach dort. Und zwar 6. Dann steht er da. Da. Und dann fällt er um in diese Richtung. Ja. Da passiert dann gar nichts mehr. Aber du hast mir eine meiner Aktivierung genommen. Schön. Guck mal, da ist die Mitte jetzt schon wieder freier. Finde ich gut. Dann bin ich dran in der Movement Phase mit einem Modell meiner Wahl. Und das ist der Warbringer Nemesis Titan, welcher jetzt in diesem Moment sich aktivieren wird und mit dem Vulkangeschütz da hinten diesen verdammten kleinen... Moment mal. Mit dem Multilaser würde ich auf die 3 plus auf die 4 plus treffen. Wenn ich mich drehe, auf die 5 plus. Mit dem Vulkan auf die 4 plus. Der sieht das Ziel, das heißt, das weicht W6 ab. Das Schadenspotenzial ist, dass ich meinen Warhorn treffe. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Er richtet sich aus mit seinem Swift Killer. So. Schießt jetzt auf den Questoris da hinten. Weil jetzt sieht er ihn auf jeden Fall. Da brauchen wir nicht groß gucken. Er zentriert die Schablone über der vom Questoris aus gesehen linken Schulter auf die 4 plus. Bleibt liegen. Mhm. Kleine Schablone, Stärke 10, kein Schild gegen. Und zwar mit Bumm. Da ist schon eine 16. 16 ist ein kritischer Banites, der ist raus. Zack. Das ist kein Engine Kill wert. Zumindest nicht so vom Wort her. Wir merken uns, dieser nette Herr hier hat minus 1 auf jeden Beschuss, der jetzt kommt, weil er sich mit Swift Killer umgedreht hat. Ich lege mir das mal hier neben. So, jetzt darfst du was bewegen. Was bewegt sich? Es bewegt sich. Ja. Der Warlord. Ja. 4 oder 6? 4. Dann kein Push. Der kann ja so diagonal, ne? Der kann auch so diagonal, solange es im vorderen Bogen bleibt, ja? Beziehungsweise in der Front Arc. Ich habe ja schon im letzten Maidischer Mittwoch gesagt, dass ich jetzt mehr die englischen Begriffe nutzen möchte. Dann hat er eine Drehung bis zu 45 oder kann dann nochmal pushen nach dieser Drehung bis zu 90 insgesamt. Was suchst du? Diese Schablone? Schablonski. Diese Schablone. Jetzt will er sich bestimmt so ausrichten, dass er gleich da dem Warbringer Nemesis wehtun kann. Oder dem kleinen Warhound. Theoretisch auch noch. Interessant, interessant. Das Problem ist, der Warhound kann sich nur maximal 6 Zoll bewegen, wenn er den Reaktor pusht. Was ja gefährlich ist an sich. Okay. Dann Bewegungen von mir. Meinem Reaver hier hinten wird sich nicht bewegen, sondern der Warlord, der hier, wird sich bewegen. Ein Zoll nach hinten, das sind 2 vom Bewegungspool abgezogen. Ein Manöver und dann theoretisch, da setze ich mal, glaube ich, gleich 2 Würfel oder so drunter, dass er da wieder Base-to-Base steht. Was sind das? Ein Zoll. Ach nee, er kann auch vorbei, ne? Er hat noch 2 über. Das heißt, er bewegt sich bis da. So. Und steht immer noch Base-to-Base zu seinem besten Freund. Ja, genau. Ich glaube, ich vermute, das ist gut. Bei dir Bewegung. Du hast noch 2 Reaver. Tricky. Der hat gerade geschossen. Ach ja, hast du recht. Hast du recht? Hast du recht? Hast du völlig recht. Ich bin ja ungern so, aber der hat gerade geschossen. Richtig. Den darfst du nicht bewegen. Nein, ist richtig. Der Gatling Reaver? Der Gatling Reaver. Ja, der hat jetzt eine kleine Bedrohung neben sich, ne? Der hat jetzt eine kleine scheiß Bedrohung neben sich. Mit den Knights, das war auch anders geplant. Ja. Aber gut. Das denke ich fast. Aber ich musste ihn wegschießen, um dir in der Zukunft jeweils eine Aktivierung zu nehmen. Weil mal eben so einen Knight aktivieren und dann auf den Gegner reagieren können, ist schon sehr mächtig tatsächlich.
geht er wieder 2 Zoll zurück. Mhm. Sind 4. Genau, weil er durch dieses schwierige Gelände muss. 4 vom Bewegungspool weg. Zack. Dann kann er sich drehen, wenn er möchte. Oder auch nicht. Dann kann er sich drehen, wenn er möchte. Also in jeder Hinsicht, egal wo du dich jetzt hindrehst, wird der Warhound dich sowieso aufpinseln. Ja, das ist klar. Alles Mist. Da würde ich dir empfehlen, guck lieber, dass du irgendwo anders priorisierst und ein Ziel kriegst. Dafür sind die kleinen Scheiße einfach zu flink. Ein Manöver. Zwei Manöver. Jo. Dann hat er jetzt noch 2 Zoll. Was ihn in Richtung Mitte bringt. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Warlord hier auf Dauer, wenn die Warhounds zu frech werden, immer noch weiter rumschwenkt, um den dahin rauszupicken. Aber da das noch nicht passiert, passiert jetzt Folgendes. Ich aktiviere meine Warhounds. Den Reaver will ich nicht aktivieren. Und der Nemesis hat schon. Der Warhound hier auf der Seite, der pusht seine Reaktor für 12 Zoll. Und zwar pusht er für eine Reaktorstufe. Gefährlich. Kann ich mal bitte dein Maßband haben? Meins liegt da ganz weit hinten weg. Oh je, das funktioniert anders als meins. Das bleibt gar nicht fest. Ich hole mir meins. So, mit meinem Maßband geht das nämlich auch viel besser. Habe ich gelernt. Irgendwo. Und zwar bewegt er sich nämlich jetzt bis, was ist denn das da? Da zu diesem Stein. Das sind 7. Flipp. Seht ihr natürlich nicht, wenn ich nicht im Fokus bin. Ich könnte auch einfach mal das Objektiv ein bisschen wieder rausdrehen. Dann wird er manövrieren. Das erste, so drehen. Dann bewegt er sich. Bei 7 hat er noch 5 über. Bis da zu dieser Ecke. Zack. Und manövriert sich. Ja, das ist ganz unschön. So. Er steht jetzt zwar nicht unter den Schilden, aber auf der anderen Seite steht er im Rücken. Der andere Warhound hat das Problem, er hat diese Situation an den Beinen, die unschön ist, was seine Bewegung halbiert. Das heißt, ich kann jetzt pushen kommen, aber auch nur 6 Zoll. Oder ich komme 4 Zoll. Ich habe ein Manöver, wenn ich nicht pushe, oder bis zu 2 Manöver, wenn ich pushe. Damit komme ich nicht hierhin, wie ich eigentlich wollte. Also pushe ich für Geschwindigkeit. 2 Stufen, mache ich gleich. Und renne dann meine 6 Zoll nach vorne, um möglichst in seinen Mindestabstand zu kommen, dass er schon mal die Raketenwerfer nicht mehr schießen kann. Und dann ist die Bewegung durch. Damage Control, Schadenbegrenzungsphase. Es platzen keine Titanen. Deshalb können wir ganz unbeschwert erst die Legio Furian abhandeln. Warlord Battle Titan. Das ist in Orange, ne? Ach, guck mal. Habe ich gar nicht gesehen. Da könnte ja doch was passieren. Dann machen wir. W6 auf die Reaktorüberlastungstabelle einen. Ach so. Mit einer 3 bis 5 Energieausfall. Die Schilde fallen sofort aus. Nee. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Ja. Alles andere wäre Schaden. Hm. Na? Gut. Dann, was sagen die Servitoren? Hep. Die Servitoren sagen, dass du die Schilde nicht ankriegst, aber Plasma 2-mal abkühlen kannst. Dann muss ich tatsächlich bei mir mal eben gucken. Und dann fälschlicherweise, wie ich eben gesagt habe, haben trotzdem auch hier Probleme die Titanen mit den Reaktoren. Der Warhound mit dem Annihilator, der vor dem gegnerischen Warlord steht, muss einmal gucken. Der hat eine 2. Eine 2 heißt ein Treffer der Stärke 9 am Körper. Möchtest du diesen eben würfeln? Ja. Der hier? Der ist das, genau. Mit einer Stärke 6 ist das. Das ist eine Stärke 15. Das ist ein kritischer am Körper. So. Ach nee, 2 Stück. So, und dann guckt er, was sein Reaktor sagt. Sein Reaktor sagt nichts. Toll. Der andere Warhound testet auch mit einer 3 Energieausfall. Energieausfall geht nicht, weil die Schilde aus sind. Er kriegt W3 Treffer der Stärke 9 am Körper. Bitte einmal würfeln. Ui. Einen Stärke 9. Stärke 15, wieder ein Rauch. Okay, das kannst du. Ja, so. Irgendwas muss ich auch können. Das war die Schwadron. Was macht er? Er macht mit einer 6 vielleicht die Schilde an. Aber das Reaktor-Lag wegkriegen ist wichtiger in dem Moment. Nein, stopp, halt, lass mich überlegen. Wenn ich das Reaktor-Lag wegmache, geht das nicht hoch Anfang der Runde. Wenn ich das wieder runter mache, geht es wieder hoch. Also bleibt dabei, Reaktor-Lag weg. So. Reaver-Titan. Multilaser-Reaver. Jawohl. Der könnte vielleicht Schilde anmachen. Auf eine 5. Jawohl.
der Riva daneben. Weil bei mir kann maximal mein Riva meinem noch was Böses tun, meinem Warlord. Der Gatling Riva? Ja. Der? Ja, ja. Einmal Plasma, einmal Schild. Oder zweimal Plasma. Der Gatling Riva. Einmal Plasma, einmal Schild. Der Melter Gatling Shamefist Riva. Eine 6 wäre gut für Schilde. Andernfalls, ja, zweimal Schilde fahren, ne? Und das war's auf deiner Seite. 1, 2. Dann die Reste auf meiner Seite. Warbringer Nemesis Titans. Braucht 2 Vieren. Kriegt eine. Zack. Dann der Warlord Battle Titan. Muss nichts testen. Der bekommt's. Einmal Plasma. Der Reaver Titan hier testet. Hat einen Energieausfall. Schilde aus. Dann macht er mit einer 6 die Schilde wieder an. Und die andere 6 nimmt er für einmal Plasma. Das war's. Kampfphase. In der Combat Phase aktiviert sich der Doppel-Gatling Reaver und möchte seinen Raketenwerfer auf den Warhorn schießen, um einen Brutal and Cunning Plan zu initiieren, damit nämlich gleich der Warlord in seinem Beschuss den aufs Korn nehmen kann. Also, das sind weniger als 30 Zoll, du siehst alles von dem Modell, also sind es 5 Schuss auf die 3+. So sieht's aus. Dann leg mal los. Das sind 4 Treffer. 4 Schilde auf die 3. Eins geht aus. Eins geht aus. Okay. Schön. Schön. Folgendes. Folgendes. Da der noch die Schilde gut anhat, schießt man Warbringer Nemesis Titan alles auf den ihm gegenüberstehenden Laser Blaster Reaver. Der hat die Schilde aus, richtig? Der Laser Blaster Reaver hat... Und da muss ich dich enttäuschen. Was? Welcher ist denn das? Der hier? Ja. Das ist der. Und welcher hat die Schilde aus? Irgendwann hat doch eben die Schilde ausgehabt. Erzähl doch nicht. Einer von denen hatte die Schilde aus. Ich meine, das war der Laserblaster. Der ist hier auf jeden Fall noch voll. Hm, komisch. Ich könnte jetzt zurückspulen und gucken. Aber okay, dann ist das halt jetzt mal so. Dann schieße ich nämlich jetzt Folgendes. Das war, ich glaube, das war der Melter-Typ, der die aber gerade wieder angeschaltet hat. Das kann gut sein. Egal. Angeschaltet und einen hochgetaktet. Ich schieße trotzdem mit ihm drauf. Okay. Mit all seinen Waffen, weil er direkt in dem Korridor drin steht für die Quake-Cannon. Schieße zuerst mit dem Laser, treffe nur auf die 6, weil wegen wenig Sehen. Nichts. Aha. Schieße die Quake-Cannon mittig drauf, das ist die große Schablone, auf die 5. Die abweicht, aber weil der nette Warhound-Herr auf dieser Seite hier den ja sieht, weicht die nur W6 ab. 4 bei der Schablone, von da aus, ich weiß es nicht. Rein rechnerisch würde ich sagen, nein, aber kann sich ja vertun, ne? Mittig hast du gesagt, ne? Da. Buff. Nichts. Dann die Vulkankanone bzw. Vulkangeschütz. Wo habe ich meinen Reaktorwürfel? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Diese Würfel sind kacke, weil man die nie wiederfindet. Ich finde ihn nicht. Man sieht dich schlecht. Ich finde ihn nicht. Ich nehme mal den anderen hier. Das ist ja auch meiner im Prinzip. Nichts. Okay. Feuert auf die 5 Fluss. Weicht ab. Ups. Ist nur die kleine Schablone. Weicht ab nach da. Und zwar 4 Zoll. Kleine Schablone, 4 Zoll nach dort. Auch wieder vom Zentrum aus gemessen. 4. Naja. Wollt nur den Winkel haben. Da? Da. Könnte 1,5 Zoll zu ihm sein, ne? Das wird 1,5 Zoll zu ihm sein. Und dann wird er einen Treffer abbekommen. Doch nicht. So kann man sich täuschen. Na gut, auch nichts. Schade. Eine Runde Beschuss verschenkt. Dann bist du wieder dran. Dann schießt jetzt der Warlord. Der Warlord aktiviert als allererstes seine Ardex Defensor. Richtig. Das sind W3 Schuss auf den vor ihm befindlichen, die automatisch treffen. Also W3. 3 Stück. 3 Schildsaves auf die 4+. 2 gehalten, aber das reicht, um die Schilder auszumachen. So. Jetzt wird er wahrscheinlich seine Bellicosa Vulkangeschütze auf ihn richten. Und zwar genau mittig. Genau mittig. Okay. Erstes Bellicosa Vulkangeschütz. Reaktorwürfel.
Wo ist er? Da ist er. Uiuiui. Zack. Hepp. Was sagt er? Leerseite. Nix. Schießen. 3 plus treffen. Abweichen nach hinten. Jawohl. Nein, bleib drauf. Wo kriegt er die beiden Treffer ab? Liegt auch da hinten der Zone. Treffer, Zonenwürfel. Hepp. Im Körper. Stärke 12. Zweimal. Nein, Stärke 13. Weil er schon gekrippelt ist. Ich hätte nichts gegen 2 Einsen. Nein. 14. Kritisch. Plus 2. Und was ist das andere? 15. Kritisch. Plus 2. Buff. Tot. Ja, tot. Ja, das gefällt mir doch. Und zwar mit W10 plus 1, weil der Reaktor im orangefarbenen Bereich ist, mit insgesamt einer 2. Na, das ist ja unspektakulär. Ich dachte, ihr platzt jetzt mal was ordentlich. So, irgendwo hatte ich auch einen Abweichungswürfel gerade hingelegt. Da. Pass auf. Jetzt läuft er nämlich von da aus in eine Richtung. Nach dort. 1 Zoll. Und fällt von dort aus um. Nach dort. Dann kriegt er... Kriegt der Warlord den auf jeden Fall noch ab. Der hat eine Stärke von 6. Der Treffer. Oder die Treffer, die kommen. Ich würfel mal, wo er ihn treffen würde. An dem Körper. Mit einer Stärke von 6. Könnte er ihn auf einer 6 verwunden. Okay. Also, wie viel Treffer bei der Kollision? 5 Stück? Natürlich 5. Jetzt brauche ich aber 6. Eine. Ein direkter Treffer am Körper. Das war's. Mehr passiert nicht. Buff. Engine! Kill! Mann, nicht so laut, weil irgendwie geht meine Stimme gerade weg. Okay, Warlord Battle Titan, abgehandelt. Das wird Rache geben. Fürchterliche Rache, mein Freund. Das fürchterlichste Rache. War doch mal ganz schön. Und zwar werde ich nämlich den verbleibenden Warhound aus der Schwadron jetzt aktivieren, da hinten. Jawohl. Der setzt alles auf den Gatling Blaster Reaver vor das sich. Das habe ich befürchtet. Schießt als allererstes seinen Vulkan Megavolter. Und erstaunlicherweise trifft er ihn auf die 2, weil er so nah dran ist. Das sind tatsächlich nur 5 Stück. 5-mal Schild Safe. Das ist der Gatling Blaster. 5-mal. 5 auf die 3. Komm schon. Ausfall! 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 Ja. Nee, leider nicht. Oder? Ach doch, stimmt. Ha, das ist er. Ha, Ausfall! Flammenwerfer! It wers Flammen. Autotreffer auf folgende Stelle. Special ist der Body. Stärke 7, 3 Stück. Im Rücken Stärke 9. 3 Sechsen sind schön. Nein. 11, 11 sind 2 direkte. Und einmal eine 13 ist ein verheerender. 2 sind das, ne? Ja, 2 Strukturpunkte. Das war aber der Warhound leider schon. Na, reicht auch. Laserblaster Reva schießt auf meinen verbleibenden Reva Titan. Raketenwerfer, 5 Schuss, trifft auf die 3, weil er genug sieht, erstaunlicherweise. Das sind 5 Stück. Uiuiui. 5 Schild-Saves auf die 4. Huch. Der Reaktor ist schon so heiß, dass ich ihn nicht noch weiter hochziehen möchte. Schilde sind aus. Komplett. Komplett versagt. Gut. Dann die Laser. Da haben wir gerade geguckt. Entsprechend Sichtlinien und Reichweite haben wir 3 Schuss auf die 6 und 3 Schuss auf die 5. Welche handelt es zuerst ab? Auf die 5. Auf die 5. Spritze. Einmal. Ja, wo trifft denn der eine, der da trifft? Der trifft an den Beinen. Stärke 8 plus folgenden Würfelwurf. Eine 11, ne? 11. Ein direkter. Die zweiten 3 auf die 6 plus. Einer. Aha. Wo geht der hin? Aha. Auf die Waffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Natürlich auf den Vulkan. Stärke brauchst du mindestens eine 2 beim Würfeln. Da ist er deaktiviert. Das ist leider schade. Genau das, was ich nicht brauche. Na gut, passiert. Passiert, passiert. Okay, dann werde ich nämlich jetzt als nächstes mal gucken und werde, glaube ich, meinen Warlord Battle Titan aktivieren. Das designierte Ziel ist er hier. Mit dem Raketenwerfer streffe ich minus 1
aufgrund der leicht verdeckten Situation mit den beiden anderen Waffen minus 2. Fangen wir mit dem Raketenwerfer an. Ich mache 2 Fünfer Schmeiß auf die 4. Das sind 3 Stück. Und beim zweiten 7 Stück insgesamt. 7 Schildsaves auf die aktuelle Schildstufe von 4 plus. Eins, zwei, drei, reicht, Schild ist aus. Dann kommt als nächstes die Situation, das Makro Gatling Blaster auf die 5. Einmal an folgender Stelle, dem Body. Hat er da schon was? Ja, aber kriegst noch keinen Plus. Okay, Stärke ist 7. Ist 7. Ist. Warte, warte. Marco Gatling Blaster hat Ordnance. Das darf ich wiederholen. Die 1. Aha. Dann wird da nämlich eine 11 raus. Dann ist es eigentlich weg. Und dann kommt noch das Bellicosa Vulkangeschütz mit dem Reaktor von nichts. Bäh. Mit einem Treffer von 5. Jawohl. Bäh. An der Stelle. Das ist jetzt spannend. Special, also der Body. Bäh. Der hat jetzt gekrippelt. Das ist plus 1. Gut, also die Schablone bleibt drüber liegen, deshalb Doppeltreffer. Mhm. 2 Stück. Stärke 12, gekrippelt, Stärke 13. Das ist einmal Stärke 16 und einmal Stärke 17. Dürften beides kritische sein. Kritisch. Kritisch plus 2. Zack. Und. Du hast keine kritischen Marker gerade, oder? Doch? Ja. Oder vielleicht? Ein Nupsi. Genau, ein Nupsi plus 2. Den hast du einen zu weit gesetzt, glaube ich, gerade, oder? Den? Ja. Jetzt kriegt er den nächsten kritischen Marker. Dann plus die 2 Strukturpunkte. Einer kann nicht weitergehen, also geht er in beiden Fällen ins Rote. Leider nur ins Rote. Aber was soll's. Der Warlord Battle Titan ist fertig. Mehr hat er nicht. Jo. Zum Schießen. Dann schießt der jetzt zurück. Dann schießt er zurück. Mit seinem Raketenwerfer. Und wie wir gerade festgestellt haben, ist es 24 Zoll. Das heißt, du kannst das Meltergeschütz auch schießen. Genau. Gut, dass du das in der Reihenfolge gemacht hast. So kann man ein bisschen tricksen. Man kann zwar nicht messen, aber man kann wissen, was der Gegner gemessen hat. Fangen wir mit der Raketenwerfer an. Der schießt nämlich auf den Riva. Auf ihn hier. Genau. Da müssen wir aber noch mal kurz gucken, ob das wirklich auf 24 Zoll sind, weil da steht ein Müh hinten weiter dahinter. Ach so. Ja, ich habe mein Maßband hier, das ich jetzt aufziehen werde. Weil das waren so gerade eben 24. Einmal bitte vorne an die Basekante. Siehste? Das ist nämlich ein ganz Stück drüber. Das sind 24,34. Das heißt, der Raketenwerfer kann nur schießen. Dann guck doch mal, wo der Raketenwerfer treffen würde, wenn er nämlich nicht Körper oder Waffen trifft. Dann brauchst du gar nicht Trefferwürfel machen. Nein, Beine kann er erst auf die 11 verwunden. Das, du kannst auf maximale 10 kommen. Verdammt. Dann haben wir das abgehandelt, sozusagen. Dann wird sich der Reaver jetzt rächen und auf deinen Reaver schießen, weil er ja eben beschossen wurde. Und zwar sieht er den relativ schlecht, tatsächlich. Ja, der sieht ihn relativ schlecht. Ist aber die letzte Einheit, die ich aktivieren kann. Der Raketenwerfer kann schießen. Und ich meine, der trifft auf die 3, auf die 4 wegen schlechter Sehen, auf die 6, wenn ich ziele. Was soll's? Zielen auf den Körper. Okay. Entweder er geht jetzt hoch oder halt nicht. Der Gatling Blaster ist ja dann raus, haben wir eben geguckt. Das Vulkangeschütz ist aus, das hast du mal kaputt gemacht. Aber warte, Fortis Manipel, ich guck mal eben nach. Hab nachgeguckt, ich hatte im Kopf, die können auch einmal ignorieren, dass eine Waffe aus ist. Da habe ich mich aber verlesen, deshalb, wir machen es lieber korrekt. Raketenwerfer gezielt in den Body von diesem Reaver-Typen auf die 6. Oh oh. Eine. Ne. Stärke 4 hat die Waffe. Plus gekrippelt, Stärke 7. Jo. Ich brauche eine 3, dann explodiert der. Komm schon. Nein! Das ist eine 1. Na gut, war eine gute Chance, aber 66%ige Chance habe ich nicht genommen. Das war der Beschuss von ihm. Du hast keinen Beschuss mehr, ne? Der hat. Gut, dann sind wir in der Endphase. Tatsächlich, Runde 3 Endphase. Du hast kritische Kondition? Nein. Doch, da. Da, ja. Reaktorleck 2, das heißt, deine Reaktorstufe geht um 2 hoch. Oh oh. Mehr aber nicht. Dann gehen wir wieder zu mir. Sammlung auf Geld. Ich habe hier. Der ist tot, der hat nix.
Erstaunlicherweise nichts. Okay, Flip ist auf. Ist der nicht orange? Was denn? Ist der nicht orange? Ah, nee, das ist schadensbegrenzend, ja. Genau. Ja. Dann, wow, aufgeregt. Ui, ui. Ich merke es gerade. Jetzt wird spannend. Flip of the Coin für Runde 4. Hör auf, mich zu beeinflussen. Du guckst mich schon wieder so an. Hör auf damit. Ah, so, warte, liegt richtig. Ha! Verdammt nochmal! Das könnte dein Ende sein, wenn ich die nehme. Warte, ich habe 4 Aktivierungen, du hast 4 Aktivierungen. Ich gehe zuerst, du kannst dich darauf einstellen, ich schieße aber zuerst und kann die einen rausnehmen. Ich glaube, ich behalte diese Initiative. Wir befinden uns gleich in Runde 4, Strategiephase. Runde 4, vielleicht letzte Runde, Stratagem-Phase. Unterphase, Stratagems aussprechen. Nein, Strategiephase, Unterphase. Ich werde meine Quake Shells schießen. Ja, klar. Dahin. Wohin gehen die? Nach dort. Wie weit? 9. So. Dann dürften die weg sein. Endlich mal. Oder? So vorbei. Dann liegt das hier irgendwo. Dann sind die leider weg. Schade. Das gefällt mir. Dann dein Artillerieschlag. Ein Punkt. W10 abweichen. Und Treffer machen. Naja, es gibt ja keine andere Möglichkeit irgendwie, ne? Wo du wirklich Schaden machen kannst. Oder? Wenn wir jetzt mal ehrlich sind, unter uns passt du runter. Das Sinnvollste wäre natürlich dort. Der Warlord hat noch Schilde, ne? Jupp. Der Reaver nicht. Der Reaver nicht. Dann machen wir es auf den Reaver mittig. Mittig auf den Reaver. Okay. Abweichen oder auf den Warhound. 10. Aber so habe ich zumindest die Chance, dass er noch auf den Warlord. Ne, ja, du triffst dich dann aber vielleicht auch da hinten. Ne? Ja, gut. Das ist mir egal. Sag das nicht. Weicht der ganz doof ab, nimmt er deinen Laser-Reaver da raus. Ja. Auf den Reaver. Auf den Reaver da hinten. Den hier. Genau. Jenen welchen? Mittig drauf. Abweichungswürfel. Hier ist er. W10. W10. Danke. Und fokussieren. Bam. Und zack. Treffer! Getroffen. So. Der Warlord kriegt einen, den er saved. Natürlich. Der Reaver kriegt jetzt... Zwei Treffer, weil... War das nicht 2D... Zwei Treffer der Stärke 8. Zwei Treffer der Stärke 8. Okay. Wo trifft er ihn und wie stark? Anfang der Stelle, den Body, Stärke 8. Ab einer 2 verwundest du schon. Oh oh, oh je. Ach. Die 1 ist leider nichts und eine 13 ist ein verheerender. 2 Strukturpunkte. Bäh. Nichts zu Schlimmes zumindest. Okay, dann haben wir Stratagems durch. Dann kommen wir zu Befehlen. Ich starte mit Befehlen, erstaunlicherweise. Mhm. Ich starte nämlich mit meinem Reaver Titan. Der Reaver Titan hat, weil ein Titan von mir tot ist und weil der Chef drin ist, ein +2, also auf die 2 kommen Befehle durch. Ja, klar. Mit 2 W10 wegen den Devotional Sirens. Er bekommt Emergency Repair. Mit einer 9 und, ach guck mal, eine 1. Das ist also Emergency Repair, Würfel +1. Eine 3 und eine 6. Ich schalte mit der 6 mal den Schild an. Sicherheitshalber. So, Befehle bei dir. Ich habe keine Befehle. Keine Befehle. Okay, Befehle bei mir wieder. First Fire mit dem Warlord Battle Titan. Kriegt er. Definitiv. Dann ein Split Fire mit dem Warbringer Nemesis Titan. Kriegt er. Gut, dass ich 2 Würfel habe. Mit dem niedrigeren hätte ich es nie geschafft. Den kriegst du zurück. Der Warhound da hinten möchte keinen Befehl, also sind wir in der Movement Phase. Runde 4. Warlord Battle Titan mit First Fire schießt die Apokalypse-Raketenwerfer hier auf diesen Reaver. Es hat sich ja nichts bewegt, also brauchen wir nicht groß messen. Auf die 3 würde er treffen. Nein, auf die 4 würde er treffen. Wegen dem Gebäude dazwischen. Und er zielt auf den Körper, also trifft er auf die 6. Ich mache 2x5 Würfel. Da bei dem ersten Mal ist keiner dabei. Und beim zweiten Mal hoffentlich einer. Ich suche wieder die, was habe ich gesagt? Stärke 4, Stärke 7, auf die 3 plus.
Das war's. Der Titan platzt mit einem W10 plus nichts. Nein. 5. Lauffeuer. Er dreht sich in eine zufällig ermittelte Richtung, schießt alle Waffen, die er hat, ab mit WF5 auf das nächstmögliche Ziel, Freund oder Feind. Danach fällt er um. Was darfst du tun? Ist deiner. Er dreht sich nach hinten. So. Das nächstmögliche Ziel ist der Raketenwerfer in den. Weil er hat ja 360 Grad und die sind gleich groß. Also 5 Schuss auf die 5 plus in den Laser Reaver. Ja. Die anderen Waffen verfallen halt. Einer. Ah, das waren 4, ne? 2, 4. Ja. Einer. Einer hat der noch Schilde. Der Laser Reaver. Der hat noch Schilde, ja. Gut, dann ein Schild-Safe. Jawohl. Dann fällt er um in eine zufällig ermittelte Richtung. Nach vorne. Zack, zack. Da ist nichts. Also ist er tot. Engine Kill! Okay, das war meine erste Bewegung quasi. Das heißt, jetzt darfst du was aktivieren. Wen möchtest du aktivieren? Weißt du das schon? Bewegungsphase? Ich aktiviere Actimel. Aktiviert Abwehrkräfte. Ja, genau. Hier könnte ihre Werbung stehen. Meine Fresse. Verzweiflung. Okay, was passiert? Der Warhound mit dem... Warhound. Der Reaver mit dem Gatling Blaster. Richtig? Richtig. Richtig, was macht er? 6 oder 9 Zoll. Man muss entscheiden, bevor du was anlegst. So steht's im Regelwerk. Rückwärts ist doppelte Bewegung? Rückwärts, also alles, was aus dem vorderen Winkel raus ist, ist doppelte Bewegung. Das wären 3 oder 4,5 nach hinten, wenn du ziehst. Flucht nach vorn? Nach vorn. Okay. Der Warbringer Nemesis aktiviert sich, hat 5 Zoll Bewegung, kann also in diese Ruine nach hinten 2,5 sich bewegen. Ich nehme die mal weg, sonst passt es nicht vernünftig. 2,5 wird da sein. Darf natürlich sich nicht wenden, aufgrund der Situation mit dem, wie heißt das hier? Splitfire. So, das war die Bewegung. Dann bei dir. Tja. Was macht der Reaver? Wohin bewegt sich er? Der Doppel-Laser-Reaver. Du hast gerade so angelegt, als wollte er nach hinten gehen. Ja. Wenn er sich danach drehen möchte, sollte er erst einen Schritt nach hinten gehen. Sonst kommt er mit dem Base nicht ganz rum um das Gelände. Befürchte ich. Ja. Und wenn du dann sowieso nach hinten gehst, könntest du ihn quasi auch hier hinziehen, einen Zoll, dann hast du mehr Spielraum, als würdest du ihn nach da ziehen, weil das so ovale Base ist, hier hast du mehr Platz. Ist komisch, ist aber so. So, dann geht er 2, das sind 4, ne? 4 aus dem Pool, ja. Dann kann er sich drehen, bis zu 90 Grad bei 2 Manövern und hat noch 2 Zoll über. Die er 1 Zoll nach hinten nutzen wird, okay. Genau. Gut, dann habe ich folgende Situation. Ich kann den Reaver Titan aktivieren und dann meine Schussphase mit ihm aufgeben, weil er Emergency Repair hatte. Oder ich aktiviere da hinten den Warhound Titan. Und in diesem Falle würde ich, glaube ich, wenn ich das so richtig sehe, lieber den Warhound aktivieren und ohne Reaktorbusch bewegen. Und zwar bewegt der Gute sich erstmal gemäß Scharfstellen der Kamera. Ein Manöver so. Er hat ja 3 im Profil. Bewegt er sich seine frechen 8 Zoll nach da. Weil für den Zweifel, wenn jetzt die Runde gleich vorbei wäre, muss ich ja schon vorplanen.
Dann dreht er sich mit seinen restlichen beiden Manövern so rum. Dann steht er gut. Dann hast du deinen Warlord da hinten. Ja. Und ich nix mehr. Muss man ja so sagen. Der Warlord. Ja. Der dreht sich. Der dreht sich. Ah. Der will den Warhound da hinten wegnehmen, ne? Der möchte natürlich sehr gerne den Warhound wegnehmen. Okay. Dann war das die Bewegung. Wenn du jetzt nicht noch einen Reaktor-Push machst und weiterdrehst. Nein, mach. Okay. Dann kommen wir in die Schadensbegrenzungsphase. Schadensbegrenzungsphase beginne ich, da ich die Initiative habe mit meinem Warhound Titan. Der ist der einzige, wo was passieren kann. Dementsprechend kann ich danach meine abhandeln, um das Ganze einfacher zu halten. Der ist im orangefarbenen Bereich, also wirft er einen W6 auf der Reaktorbelastungstabelle. Mit einer 3 bekommt er W3 Treffer der Stärke 9 am Körper. Bist du so freundlich? Sehr gern. W3 Treffer. 3 Stück mit Stärke 9 plus gekrippelt mit Stärke 10. Au, au, au. Au, au, au. 6, 5, ah. 4. Oh, Scheiße. Scheiße. Das erste ist 14, ne? 14 plus 2. 14 plus 2, 14. Er platzt. So, mit doch im Schuh raus. Engine Kill. W10 plus 1. Gefällt mir. Eine 2. Das ist dieses Laufen. Und im besten Falle läuft er jetzt in dich rein. Nach da. Und zwar 2 Zoll. Sind das 8? Ne, sind das 6? Das auch nicht. Dann ist egal, wohin der umfällt. Ja, der fällt nach da 6 Zoll. Dann kommt er wahrscheinlich bis da irgendwo. Schätzungsweise, ja, so ungefähr. Ja. Aber trifft nichts mehr. Zack, ist der leider auch raus. Das ist der gefällt mir. Das ist voll doof, ja. Weil dann habe ich nämlich keine Sichtlinien mehr mit meinem Warbringer. Dann weicht da alles, was jetzt abweicht, wieder W10 ab. Standardmäßig. Okay. Das ist das, was Wildes passieren konnte. Jetzt geht's nochmal weiter. Warbringer Nemesis Titan 4. Kann ganz safe alles runterrechnen. Warlord Titan 4 kann Schilde zweimal. 1, 2. Reaver heißt das. Reaver Titan. 3 Stück. 6, 5 und 2. Ich versuche mal, das Vulkangeschütz wieder anzumachen. Mit der 5 und mit der 6 einmal hier den Schild wieder hochzufahren. Dann kommen wir zu der Lege Furian. Wo fangen wir an beim Warlord? Warlord. 4 Servitoren. Eine 6 wäre gut, um anzuschalten. Hada. 6 und 5. Das heißt, anschalten und eine Stufe oder anschalten und Plasma. Anschalten und eine Stufe. Okay. Reaver Battle Titan zu seiner Rechten hat nichts. Der Reaver Battle Titan daneben braucht einen. Das ist der Laserkanone. Genau, der andere, der braucht auch eine 6, um das Schild anzuschalten. Hat er auch. Und einmal Plasma ablassen. Das war aber die Schadensbegrenzungsphase. Mehr gibt's nicht. Also Kampfphase. Mein Reaver Titan schießt hier durch diesen schönen Korridor auf diesen Reaver Titan, weil er ihn perfekt sieht. Er beginnt mit seinem Apokalypse-Raketenwerfer. Trifft auf 3+. Trifft tatsächlich 3-mal. Das sind 3 Schild-Saves auf die 4. Und verpatzt. 2 Stück. Schild ist aus. Der Gatling Blaster schießt auf die 3+, gezielt auf den Körper auf die 5. 3 Stück. 4 Stück. Stärke 5 am Körper, Stärke 6. Ja. Das ist 2x9, das dürfte noch 10, das dürfte noch nicht sein, oder? Na, doch, Reaver, 10 ist direkt. Zweimal. Dann sind wir im Crit-Bereich. Und 2x12. Die gehen dann auf den orangefarbenen kritischen weiter. Das Vulkangeschütz schießt Reaktor, sagt eine Stufe, das ist dem voll okay. Dann treffe ich dich auf die 3+. Natürlich nicht. Weicht ab. 7 Zoll nach hinten, dann ist der weg. Reaver abgehandelt. Der Reaver schießt zurück. Raketenwerfer auf die 3+. Ich sehe 3. 4 Stück. 4-mal auf die 4. Ein Schild geht aus, 2 Schilde gehen aus, damit sind die aus.
Gatling Blaster. Zack. 6 Schuss. Einfach rein. 6, einfach rein. Auf die 3. Und zwar 4-mal getroffen. An welcher Körperstelle? Mit Stärke 5. In keinem Fall ein Bonus. Am Kopf brauchst du mindestens eine 6, um was zu tun. 2, 4, 5. 3 Sechsen. 3 direkte. 1, 2, 3. Bam, bam, bam. Die zweite Nummer, also die zweiten 6 Schuss von dem anderen Gatling Blaster. Auf die 3 triffst du. An welcher Stelle? Nicht direkt vor dir. Auf dem Spielfeld. Am Body. Da kriegst du auch keinen Bonus. Du brauchst 5. Einmal. Okay. Abgehandelt. Mein Warbringer Nemesis Titan mit Beschuss aufteilen schießt den Laser und die Vulkankanone in den Reaver und schießt die Mori Quake Cannon darüber auf den, weil er den perfekt sieht. Ich starte mit dem Laser. Laser trifft sich leider nur auf die 6. Nein. Mori Quake Cannon hinten in den Reaver rein auf die 3. Trifft. Doppeltreffer. Hat der Schilde an. Ja. Dann machst du bitte 2 Schild-Saves. Auf die 3. Einer ist nicht vom Deflektorschild, also passiert Folgendes. Auf die 1 bis 2 bewegt er sich 45 Grad nach links oder von mir weg oder auf die, nach rechts. Und zwar bewegt er sich D3 von mir weg, 3 Zoll nach hinten, also in deine Richtung. So. Genau. Während du das ausrichtest und hier schon wieder der Akku blinkt, werfe ich einen Reaktorwürfel. Dieser sagt Maschinengeist. Maschinengeist sagt nein. Also eine Stufe, aber sonst nichts. Und einmal treffen auf die 4 mit dem Vulkangeschütz auf den Reaver, welches trifft, liegen bleibt mit einer 5. Folgende Stelle trifft, Beine, Stärke 10. Nicht angeschlagen, Stärke 12 und Stärke 15 in die Beine. Dürfte direkt und verheerend. Und das 15 ist kritisch. Kritisch schon? Ja. Ach, ich habe beim Warlord geguckt, genau. Kritischer Marker plus 2 Strukturpunkte. Okay. Leider nicht mehr. Ich hätte gehofft, den Körper zu treffen, aber dann darfst du wieder. Der Furian Reaver, der gerade weggeschoben wurde, schießt mit seinem Raketenwerfer auf den Reaver. Auf die 2 plus, wegen der Entfernung. Das sind 5 Treffer. An welcher Körperstelle? Stärke 4 mit Beine. Kannst du nicht verwunden. Du brauchst eine 11. Was? Das war's für den Reaver. Dann schießt der Warlord Battle Titan, habe ich gerade schon geguckt, da in den Reaver. Ich sehe ihn sehr schlecht, dass ich nur auf die 5 treffe. Ich gucke mal, treffe ich im Körper, wenn ich treffe? Nein, in die Beine. Mit einer 5, das ist ein 2 Treffer. 2 Treffer, Stärke 7. Ist der schon gecrippelt in den Beinen? Der ist ja plus 1. Stärke 8. Oh, das ist eine 11 und eine 14. 14 waren auch kritisch, ne? Ja, das ist jetzt auch am Ende quasi. Gut. Warte mal, wo hast du angefangen? Müssen wir mal hier kurz verfolgen. 11. 11? Und 14. 14 kritisch plus 1, 2. Ja, genau, richtig. Okay. Habe ich mich In der Endphase der Runde Nummer 4 habe ich nichts abzuhandeln. Haben wir auf Seite der Lego Furian eine Kondition, und zwar dieser Reaver Titan. Der hat die Stabilisatoren beschädigt. Auf eine 1 bis 3 dreht er sich nach links, auf eine 4 bis 6 nach rechts. Eine 1 bis 3. Haben wir eben schon ausgemessen. Uff. Kollision mit dem Gebäude. An welcher Stelle? Das ist natürlich auf Kippe. Am Körper. Oh oh. W6 Treffer. 5 Stück. Erster. Mit Stärke 5 plus 3 passiert nichts. Zweiter. Mit Stärke 6 plus 3 auch nichts. Dritter. Mit Stärke 9 plus 3, 12. Ein Direkter. Der, ups, vierte. Mit Stärke 6, 9, nichts. Mit dem letzten Treffer. Da! 7, 10! Der explodiert! Hm. Explodiert! W10! Ich weiß, es ist bitter, aber was macht er? Er läuft in eine Richtung, fällt von da aus um. Mach mal eben, wohin er läuft. Ich glaube, es passiert nicht mehr viel.
Den kann er nicht mitnehmen. Er läuft nach da, knallt da rein, fällt um, bis hier ist weiter als 8 Zoll. Ja. Feierabend. Das war's. Ei, ei, ei. Der ist tot und Würfelwurf für Runde Nummer 5 ist aufgrund der Uhrzeit leicht modifiziert. Das Spiel hört auf nach Runde 4. Wir rechnen aus, was passiert mit den Punkten. Welche Mission hatten wir? Wo habe ich's denn? Mission Objective. Engage and Destroy. Tertiary Justice for the Fallen. Was hast du? Stellung halten. Die Stellung halten. Wir rechnen aus, sagen euch dann in der Endbesprechung die Endpunkte. Hello again! Das Spiel ist vorbei, wie ihr gesehen habt, weil der gute Dice Master muss gleich los. Deshalb mussten wir nach der 4. Runde abbrechen. Viel wäre aber auch nicht mehr passiert, weil wir haben dann ermittelt. Ich hatte das Ziel Engage and Destroy in meiner Grundauswahl zusätzlich zu Hold the Line und zu Retrieval. Es wurde Engage and Destroy gezogen. Dazu hatte ich noch das Startergeben tertiäre Objektiv Justice for the Fallen. Alles im Konglomerat zusammengerechnet, komme ich auf 60 Siegpunkte. Weil die Hälfte meines Maßstabs noch steht, ich mindestens so viele Titanen getötet habe vom Gegner, wie er mir rausgenommen hat. Plus diese ganze Tabelle, die entsprechend Siegpunkte gibt für die Getötete. Du hattest Hold the Line. Jawohl. Weißt du noch auswendig, was du noch für 2 hattest? Nein. Nicht mehr. Nein. Ist auch alles aufregend gewesen. Ich überfordert mein Gehirn. Durch diese eine Situation, wo du den Warhound da hinten rausgenommen hast in der letzten Runde, hast du tatsächlich es geschafft, deine Mission gut abzuschließen. Innerhalb von 30 Zoll war kein Gegner, plus den Bonus von deinem tertiären Objektiv, was ich nicht mehr im Kopf habe, welches es war. Die Hälfte des Maßstabs der getöteten Titanen. Genau, wie es heißt, wer weiß das schon, könnt ihr in die Kommentarsektion reinschreiben, kommst du auf 30 Siegpunkte. Jawohl. Das heißt, ein knapper Sieg für Lego Defensor. Naja. Was sagst du zu dem Spiel? Schöne Scheiße. Kannst dich beschönigen. Du kannst ruhig offen sprechen. Nimmt er mir die beiden Warhound-Titanen da direkt raus. Katastrophe. Katastrophe. Ich muss sagen, ich fühle mich auch ein bisschen schlecht, deshalb. Schildwürfe von dir, Frechheit. Ich komme nie wieder. Nie wieder? Bitte. So. Na gut, wenn du so guckst. Ja. Ja. Ja, ich finde es tatsächlich auch krass, dass ich direkt am Anfang dadurch dieses Quake-Shell-Bewegen, Kollision, Tod, fällt in den anderen rein, die beiden Warhound sofort rausgenommen habe. Da war schon dieses, oh, Backbone broken. Mal gucken, was noch passiert. Da fehlte einiges an Schadensausput. Ja, ja. Output. Und auch diesen, wie heißt das, Harassment-Faktor, diesen Nerv-Faktor. Da rennen halt noch so kleine Jungs rum. Erstaunlich aber, wie du dich zurückgekämpft hast gegen meine Jungs. Das ist aber nur, weil ich Flammen drauf habe. Das heißt, ja, ja, ja. Warbringer Nemesis Titan. Ich bin noch nicht ganz überzeugt von. Ich glaube, der lebt davon, wenn man mehr Warhounds dabei hat, die Schilde erst strippen, dass er dann reinwensen kann mit der dicken Kanone. Ich werde ihn im nächsten Spiel auch nochmal einsetzen. Vielleicht dann mit dem Ruptura-Manipel und dann gucken wir mal, wie er sich dann schlägt. Kommst du nochmal wieder? Jetzt, weil du jetzt nicht in den nächsten Monaten, sondern kommst du generell nochmal wieder. Ja, ja, wird wohl passen. Ja. Ich muss mich ja rächen. Ja. Dann mit 9 Titanen? Dann wahrscheinlich mit dem einen oder anderen 9 Titanen. Mit richtig ins Gesicht? Mit das sowieso? Ich würde mich freuen. Wenn ihr den Dice Master nochmal hier sehen wollt mit Adeptus Titanicus, dann schreibt das bitte in die Kommentarsektion und gebt den hier, wenn ihr das gut gefunden habt, dass er hier war. Gebt ein Dislike, wenn ihr sagt, boah, Dizzy, halt einfach die Fresse, du redest zu viel. Das ist okay. Und ansonsten könnt ihr gleich hier so aufpoppende Videos gerne anklicken, die uns wahrscheinlich verdecken werden. Ich danke dir, dass du hier warst. Wir bringen das ganz schnell zu einem Ende. Bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. Keep on wargaming and praise the Omnissiah.